Hallo, schön, dass du wieder da bist, René. Hi, Lea, grüß Und dich. wir heute den Stream hier machen können, den wir recht spontan mal wieder entschieden haben zu machen. Denn ich wurde tatsächlich schon gefragt, wann seid ihr denn wieder auf Sendung? Und es dauert doch schon wieder viel zu lange, dass ihr da gewesen seid. Diesmal war es nicht ich, die krank gelegen hat, sondern René hat ein bisschen krank Ich bin zu schuld Hause. gewesen, ja. Ja. Ja, du persönlich, nee, die Viren oder das Bakterium ist schuld. Ja, also René war halt ein bisschen krank und deswegen sind wir jetzt heute Sonntag auf Sendung und haben, ich weiß gar nicht, wann haben wir es nochmal beschlossen? Freitag, Donnerstag? Nee, richtig beschlossen, gestern erst habe ich dich angeschrieben, dass wir doch vielleicht. Echt? Ja, Was ist das denn? Stimmt, es war Gott, gestern, ja. recht, gestern, mal wieder so spontan. Ja. Heute nochmal auf Sendung gehen, weil einfach wieder sehr viel passiert ist, nicht so viel wie beim letzten Mal. Ihr erinnert euch vielleicht an die letzte Sendung, falls ihr Wiederholungstäter hier im Stream seid und schon öfter mit dabei gewesen seid, dass wir darüber gesprochen haben, geht eigentlich alles gerade viel zu schnell im KI-Segment. Und nur ein paar Tage später, ich weiß nicht, ob vielleicht die mächtigsten Tech-Köpfe der Welt unsere Sendung auch gesehen haben, keine Ahnung, kann sein, ob die alle Deutsch sprechen. Ein paar Tage später ging auf jeden Fall dann eine Petition online, wo ein paar renommierte, sehr bekannte Köpfe unterschrieben haben mit der Aufforderung, KI-Forschung, Entwicklung zu stoppen für alles, was tiefer geht, sage ich mal, stärker geht als jetzt das aktuelle GPT-4-Modell. Das hatten wir beim letzten Stream auch vorgestellt. Wir sprechen ja hier öfter über ChatGPT. Das ist ja auch somit das bekannteste KI-Chat-Modell. Und 4 ist jetzt gerade der aktuelle Stand, auf den wir auch zugreifen können. Und dem sind noch ein paar mehr Sachen gefolgt, wie dass Italien direkt mal ChatGPT verbannt hat. Und im Moment sind viele so drauf, wow, 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 Moment, wir brauchen eine Pause. Und das hat verschiedene Gründe, die im ethischen Bereich liegen. Deswegen habe ich vorhin schon mal hier im Chat geschrieben, dass es heute philosophisch wird. Aber ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht noch mal ein bisschen quatschen, bevor wir richtig tief in die Materie gehen, um noch ein paar Leuten die Chance zu geben, einzuschalten, weil wir halt wieder alles sehr spontan und kurzfristig angekündigt haben. Und ich würde sagen, vielleicht noch so 5 bis 10 Minuten lassen wir den Leuten eine Chance auch einzuschalten. Aber ich habe keine Ahnung, worüber wir in der Zwischenzeit reden sollen, René. Wir haben vorhin gesagt, vielleicht sollten wir ein bisschen warten. Das ist mir gerade Ja. eingefallen. Ich habe mir kein Smalltalk-Thema ausgedacht. Über was sollen Ja, wir reden? im Zweifel kann ja der Chat uns, also Hello erstmal auch in den Chat, genau. Ja. Falls ich noch ein bisschen langsam heute im Kopf bin, dann ja, sorry, wie gesagt, war die letzten Tage etwas eingeschränkt unterwegs und seit gestern erst auch wieder irgendwie so ein bisschen auf den Beinen. Genau, falls ihr Sachen direkt irgendwie an uns loswerden wollt, wäre jetzt eine gute Gelegenheit, machen wir ein bisschen Frage-Antwort. Am Anfang, sodass wir dann, weiß ich, so 2:10 vielleicht dann für das Hauptthema beginnen. Genau, wenn ihr da was habt oder auch allgemein Meinung, vielleicht seid ihr ja die letzte Woche auch auf Themen im KI-Segment gestoßen, wo ihr sagt, hey, möchte ich gerne mal ansprechen, dann tut das gerne. Ansonsten, ja, worüber könnten wir smalltalken, was nicht total uninteressant für die. Unser Leben ist so uninteressant Ne. außerhalb von Aber KI. wir können kurz ein bisschen, das ist mir aufgefallen, weil ich jetzt viel im Bett gelegen hatte, hatte ich ein bisschen Zeit, Serien und Filme einfach mir irgendwie anzuschauen. Und das, was mir da nochmal aufgefallen ist, dass eigentlich in fast, oder es gibt eigentlich fast keine positive Zukunftsutopien, was Technik angeht. Also vielleicht ist das sicherlich jetzt auch daran geschuldet, dass ich jetzt gerade zum Beispiel Alien nachgeholt habe. Also ich habe tatsächlich jetzt Alien 1 und 2 und jetzt Prometheus und Covenant nachgeguckt. Aber selbst dort, wo es ja eigentlich um außerirdisches Leben geht, spielt ja die KI, also oder die Androiden, will nicht zu so viel spoilern, falls jemand die Firma nicht kennt und doch irgendwann noch sehen will. Genau, dass du da, kommt gerade eine Frage, können wir gleich darauf eingehen. Genau, dass dort ja auch eigentlich die KI ist entweder böse, inkompetent, hat eigene Agendas und so weiter und so fort. Das ist mir irgendwie nochmal aufgefallen. Und ich lese gerade auch jetzt hier The Expanse, das, was es ja auch als Serie gibt,
wo eigentlich ja auch das ganze Thema so irgendwie technologische Entwicklung und so weiter auch eigentlich immer unter diesem Vorzeichen ist, das geht nie gut aus. Ja. Das ist mir so nochmal aufgefallen, dass es irgendwie sehr in vielen Bereichen negativ eigentlich behaftet ist. Ja, da muss man aber auch sagen, dass so Katastrophenszenarien, die sind viel leichter zu zeichnen als positive Szenarien. Also im Storytelling, es gibt auch einen, es war irgendein Schauspieler, ich komme gerade nicht mehr drauf, wo ich drüber gestolpert bin, der gesagt hat, dass es sehr viel leichter ist, Menschen zum Weinen zu bringen als zum Lachen. Also dass Comedy einfach ein sehr viel höheres Skillset mehr oder weniger braucht, auch im Storytelling, weil du kannst sehr viel schneller negative Emotionen kitzeln im Storytelling. Das ist ja auch zum Beispiel das, worauf auch die Bild sich aufbaut, ne? Also Angst schüren, Hass schüren. Das nehmen wir einfach viel stärker wahr. Das hat psychologisch auch so einen Grund, dass wir eigentlich vom Kopf her auch Fluchttiere sind. Das heißt, wir sind darauf auch, eigentlich gibt es ja so einen Überlebensinstinkt, den wir haben, und der wird getriggert, wenn wir Negatives um uns wahrnehmen. Deswegen im Journalistischen sagt man ja auch, dass es diesen Negativity Bias gibt, also dass negative Schlagzeilen viel intensiver und schneller wahrgenommen werden, weswegen denen ja auch nachgesagt wird, dass die viel besser klicken, was übrigens nicht zu 100% der Wahrheit entspricht. Positive Nachrichten, die klicken teilweise auch sehr gut und performen sehr gut und werden vor allem auch sehr gerne geteilt. Aber dieser Negativity-Bias besagt halt, wenn du eine Headline siehst, wo zum Beispiel Bombe drinsteht, Krieg drinsteht, dann nehmen wir die viel schneller wahr als Wörter wie Baby, Lachen und so weiter und so fort, was einfach mit unseren Fluchtinstinkten zu tun hat. Und deswegen ist es auch, glaube ich, dass diese Zukunftsfilme, es ist sehr viel leichter, sich technische böse Szenarien auszudenken, als sich wirklich damit zu beschäftigen, was kann denn Positives kommen? Und das passt ja auch ganz gut zu dem Thema, was wir heute besprechen werden, weil es gibt ja viele, die sagen gerade, hört erstmal auf irgendwie mit KI und das nimmt alles kein gutes Ende und Doomsday steht vor der Tür. Aber es gibt sehr wenig Leute, die wirklich mit konkreten Vorschlägen kommen. Wie können wir diese Tools denn positiv nutzen? Wie kann sich das positiv auf uns auswirken? Weil es schwieriger ist. Es ist sehr viel schwieriger. Es ist halt lösungsorientiertes Denken. Und ich glaube, ein Film, also ich habe ihn beim letzten Mal ja schon empfohlen, ist Her tatsächlich. Also Her geht in so eine Richtung, die geht nicht ganz in Doomsday und Katastrophe. Also da ist die, ich glaube, es gibt kaum einen netteren Weg, wie KIs mit den Menschen interagiert haben, wie in Her. Also da wird mir tatsächlich gerade auch sonst kein anderes Beispiel. Ich meine, ich finde den Film sowieso toll. Ich empfehle ihn immer wieder, wenn man sich mit der Thematik beschäftigen will. Also falls du den auch noch nicht gesehen hast, René, guck ihn dir echt mal an. Ich habe ihn schon mal gesehen, aber schon auch wieder eine Weile her. Und in meinem Alter hat man den Vorteil, dass man Dinge immer wieder neu entdecken kann. Weil man sich nicht mehr so genau erinnert, was man, weil der ist ja auch schon ein bisschen älter, glaube ich, ne? Ist der nicht auch jetzt schon 10 Jahre alt oder habe ich das falsch im Kopf? Ich weiß gar nicht. Nee, ganz so alt ist er noch nicht, zwischen 5 und 10 Jahre dürften es sein, warte mal kurz. Also auf jeden Fall war der schon da, bevor überhaupt der ganze Hype auch entstanden ist um KIs. Ja, das schon, genau, aber ich dachte, der wäre schon Du hast recht, 2013. 2013 kam er raus, ja. Ist ja alles so, dieses vor 10 Jahren, ist ja auch so eine Zeitgeschichte, genau. Gut, dann, hallo erstmal hier auch an Drake 2502, grüße an alle, genau, ich hoffe, ich spreche das richtig auf, Muffschuff, genau, das mit dem Dings muss ich mal raussuchen, weil ich nicht ganz genau weiß, was du meinst oder was ich da gezeigt habe, deswegen würde ich das separat machen und im Zweifel beim nächsten Mal zeigen oder auf Twitter einfach posten. Und ja, gut, Lea, dann wollen wir mal zu unserem heutigen Thema kommen, was wir uns rausgesucht haben, wo wir jetzt nicht ganz so viel praktisch zeigen können, aber ein bisschen mehr auch was vorlesen, ein bisschen auch was erklären wollen, wie die Sachen zusammenhängen, was da vielleicht hintersteht und vor allem auch, was es bedeuten könnte. Magst du den ersten Teil mit dem offenen Brief übernehmen? Gerne. Also wie ihr seht, ist heute unser Thema Bremse für die KI-Zukunft, warum führende Stimmen einen Entwicklungsstopp verlangen. Und vor ein paar Tagen ist ein Brief veröffentlicht worden. Und dieser Brief ist mittlerweile von mehreren tausend Leuten unterschrieben worden,
von Leuten, die man im Tech-Bereich kennt. Da sind ist zum Beispiel der Mitbegründer von Apple ist damit bei, Elon Musk ist damit bei. Also Elon Musk ist noch somit das prominenteste Beispiel, das man vielleicht hier und da auch schon mal in Schlagzeilen gesehen hat, weil Elon Musk auch ein Klickmagnet ist. Und in diesem Brief, er ist relativ kurz, er geht nicht super stark in die Tiefe, aber es gibt eine Aufforderung in diesem Brief, in dem diese führenden Tech-Köpfe verlangen, dass man einen Stopp einführt in der KI-Forschung, die KI jetzt weiterbringt als das Modell, das aktuelle Modell GPT-4. Falls ihr ChatGPT nutzt, dann, wenn ihr die Premium-Version habt, dann könnt ihr GPT-4 auch schon nutzen mit ChatGPT, und das ist aktuell das stärkste Large Language Modell, also unter Large Language Modell fällt halt Bing, ChatGPT, diese ganzen Sprach-Chat-Tools, ist aktuell das stärkste, was wir haben. Natürlich werden sie schon intern, also OpenAI ist ja die Firma dazu, intern werden sie natürlich schon weiter sein als das, was sie jetzt gerade in der Öffentlichkeit haben. Aber diese führenden Köpfe haben halt gesagt, wir müssen eine Diskussion darüber führen, wie wir diese Modelle jetzt weiter nutzen, dass sie, man spricht hier von auch Alignment nennt man das, also dass sie ethisch auf unsere Grundwerte, auf die wir uns als Menschen geeinigt haben, funktionabel sind. Auch die Themen, das Thema Datenschutz spielt eine Rolle. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, ich weiß gar nicht, ob wir das beim letzten Stream auch schon thematisiert hatten, dass es ja bei GPT auch mal so ein Datenleck gab, wo dann Leute Chatverläufe von anderen sehen konnten, Kreditinformationen rausgegangen sind. Das ist halt auch passiert, also so diese zwei ganz großen Aspekte. Wie kriegen wir es hin, dass diese Modelle nicht unkontrolliert weiter wachsen zu so mächtigen Tools, dass wir sie nicht mehr beherrschen können. Und da ist das, was wir jetzt in einem kleinen Smalltalk-Teil vorher kurz besprochen haben, geht es immer sehr schnell in diese Doomsday-Richtung. Ihr kennt ja sicher alle Terminator und Skynet, also denkt so ein bisschen in die Richtung, wo dann oft drüber gesprochen wird. Und ja, dieser Brief ist recht kurz und knapp gehalten und gibt jetzt keine Empfehlung raus, was wir stattdessen tun sollten, sondern erstmal nur, wir brauchen 6 Monate Pause. Und ein Ding, was ich auf jeden Fall noch herausstellen möchte, bevor wir jetzt ein bisschen weiter ins Philosophische gehen zusammen, ist, dass dieser Brief unterschrieben wurde von Menschen, die zum Beispiel bei Microsoft sind, bei Google sind, bei unterschiedlichen Firmen sind, die auch gerade im KI-Segment beschäftigt sind. Und die einzigen Namen, die man nicht auf dieser Liste findet, sind von OpenAI, also die GPT gemacht haben. Da ist nicht, zumindest nach dem letzten Stand, den ich habe, ich habe jetzt ganz aktuell mir die Namen nicht nochmal wieder angeguckt vor dem Stream, ist aber nach wie vor keiner von OpenAI mit da drauf. Ja. Und das sind aktuell, OpenAI ist halt einfach aktuell führend, weswegen man auch die Intention, diesen Brief aufzustellen, stark hinterfragen muss. Also was steht da wirklich hinter? Und da möchten wir jetzt ein bisschen mit euch drüber sprechen. Genau. Du hattest das ja schon angesprochen, die Länge des Briefes ist überschaubar, was für einen offenen Brief manchmal auch ganz gut ist, weil es gibt ja manchmal auch ganze Pamphlete oder Manifeste. Das ist hier eher nicht der Fall. Könnte man jetzt kritisieren, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der gemeinsame Nenner, der versucht wurde, wie du gerade schon beschrieben hast, sind halt sehr, ja, ein sehr illustrer Kreis. Also zum Beispiel, wen man da gar nicht erst erwartet hätte, ist aber mittlerweile einer der größten Kritiker von OpenAI, ist hier der, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Emad Mostak. Das ist der Gründer und eben Vorstandsvorsitzende von Stability AI. Das sind die Macher von Stable Diffusion, die sich eben ganz klar für Open Source aussprechen, die eben der Ansicht sind, alles, was im KI-Bereich entwickelt wird, muss Open oder sollte Open Source sein. Da sind zum Beispiel Andrew Yang, kennt man eher aus der Politik, war halt Präsidentschaftskandidat 2020. Da sind eben sehr führende, also sehr lange auch in dem Segment tätige Leute, auch hier gerade die beiden ersten, der Joshua Bengio und der Stuart Russell, sehr bekannt, auch sehr anerkannt, also auch sehr geschätzt von eigentlich allen Seiten. Dann genau Elon Musk, eher nicht so unumstritten, sondern eher von vielen Seiten auch
mit unterschiedlichen Motiven belegt. Genau, denn Steve Wozniak, auch nicht ganz unumstrittene Persönlichkeit, natürlich als Apple-Gründer irgendwie sehr erfolgreich in seinem Berufsleben gewesen, aber auch Apple hat ja nicht nur Positives in die Welt gebracht und so weiter und so fort. Es kommen immer mehr dazu. Also wir sind jetzt auch bei, was war es oben gerade, 2800. Genau, also am Anfang waren es 1000, als das Ganze das erste Mal online gegangen ist. Da sind aber auch Leute dabei, wie zum Beispiel ein Mr. Craig Peters, wenn man ihn nicht kennt, das ist eben der Vorstand von Getty Images. Getty Images ist diese Bilddatenbank, die aber selbst unglaublich viele auch Anfeindungen oder auch Kontroversen mit Fotografen, mit Künstlern hatten für ihre eigenen sehr aggressiven Geschäftspraktiken, die wiederum selbst Klage eingereicht haben gegen wiederum die Firma hier eben, gegen Stability AI. Also die sind eigentlich im Rechtsstreit miteinander gerade, die dann aber wiederum letzte Woche oder wann das war, die vorletzte Woche mit Nvidia ihr eigenes AI-Modell dann jetzt starten wollen und so weiter und so fort. Und so kann man die Liste mal durchgehen. Ist, wie gesagt, eine recht illustre Runde. Aber bevor wir auf die möglichen Motive und das dahinter, so gehen wir mal vielleicht ein bisschen ins Detail. Zwei Sachen. Das eine, was sie fordern, ich hatte das schon markiert hier, und das, warum sie das sagen, dass das gemacht werden muss. Genau, wir benutzen heute mal ein neues kleines Tool. Das ist hier Figma. Das ist eigentlich für andere Sachen gedacht, hat aber einen coolen Whiteboard-Modus, deswegen nutzen wir das. Wollen wir danach auch nach der Sendung einfach als PDF zur Verfügung stellen, falls jemand da nochmal nachlesen will oder auch eben die Links daraus benutzen will. Und genau, wie Lea schon sagte, es geht eben darum, dass das Training von stärkeren Systemen als GPT-4 für mindestens 6 Monate gestoppt werden soll. Im ersten Moment geht es darum, dass die AI-Labs, also mit Labs sind immer eben die Forschungseinrichtungen, aber das sind mehr oder minder auch gleichzeitig die Firmen, wie OpenAI, wie Anthropic, wie DeepMind, wie Microsoft Research, wie Google Research und so weiter, dass sie sich selbst diese 6-monatige Pause auferlegen. Falls sie das nicht tun sollten, fordert der Brief einen staatlichen Eingriff und ein offizielles Forschungsmoratorium. Das gab es in der Vergangenheit bei Stammzellenforschung, bei Klongeschichten ebenfalls schon in diese Richtungen. Und das ist schon mal so ein bisschen, was sie fordern. Und worum es ihnen hauptsächlich geht, ist, dass die AI-Entwicklung in diesen Bereichen besser werden soll. Das ist halt Genauigkeit, Sicherheit, das ist ein Wort, was ich nicht ausspreche, weil ich mich dabei immer verhaspel. Aber da geht es darum, dass es besser verstanden werden muss, wie Daten oder Outputs von Sprachmodellen oder allgemein von AI-Modellen entstehen. Also die Interpretierbarkeit der Modelle an sich, das hatten wir immer schon mal so ein bisschen am Rande erwähnt, dass dort ja oft von so einer Blackbox gesprochen wird. Das heißt, in einem neuronalen Netz interessiert hauptsächlich das, was man reingibt und das, was rauskommt, nicht so richtig, was in den Zwischenebenen passiert. Da gibt es spezielle Forschungsbereiche, die aber versuchen, das besser zu machen. Warum ist das wichtig, diese Interpretierbarkeit? Damit man weiß, ab wann ein System vielleicht anfängt, andere, und mir fällt kein anderes besseres Wort ein, aber andere Gedanken zu entwickeln, als das, was die Intention war. Dann haben wir natürlich Transparenz, dann haben wir Robustheit, damit ist erstmal gemeint, dass diese Systeme in sich keine zusätzlichen Gefahren produzieren oder auch zu stark Fehler haben und auch einfach belastbar, wiederholbar, kontrollierbar bleiben. Dann, das hattest du ja schon erwähnt gerade, Lea, ne? Alignment, ganz großes Thema, da wollten wir mal eine eigene Sendung zu machen, weil das ist echt so ein Mega-Ding. Da geht es darum, KI sollten immer in der Vergangenheit und auch in der Zukunft ausgerichtet sein auf die moralischen und auch juristischen Grundsätze der Menschheit, was immer das ehrlich gesagt im Detail dann bedeutet. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Aber eben dieses, dass eine AI oder auch ein Roboter oder was auch immer nicht irgendwann seine eigenen Motive und Ziele entwickelt, die nicht mehr ausgerichtet sind auf das, was wir
biologischen Lebensformen vielleicht für wichtig und richtig erachten. Dann natürlich ja genau, einfach vertrauenswürdig und loyal. Das ist dann eigentlich alles schon so ein bisschen, ne, das geht alles sehr in die gleiche Richtung hier. Aber das sind so ein bisschen ihre Wünsche und Forderungen. Genau, das mal vielleicht so zum Einstieg, worum es da so ein bisschen geht. Wollen wir ganz kurz, Fragen gibt es noch nicht, oder? Wenn ihr Fragen doch, dazu habt oder ich würde die, mal? Doch, ich würde die von Haras würde ich einfach mal mit reinschmeißen. Die letzte? 14.16 Uhr gepostet. Wollen die Mitbewerber den Abstand zu OpenAI durch Bremsen verkürzen? Achso, das war noch eine. Ah ja. Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, die wir natürlich jetzt nicht, da werden wir die Antwort nicht drauf haben. Ich denke, es ist tatsächlich so eine gewisse Kombination aus beiden. Also ich denke schon, dass es ein ganz starker Interessenkonflikt auch ist von diesen Namen, die wir gerade so ein bisschen durchgegangen sind. Denn dieser Brief geht halt eindeutig gegen OpenAI, weil sie einfach das am weitesten entwickelte Modell aktuell haben. Und wir wissen nicht, was sie sonst noch schon so im Keller liegen haben, sage ich mal, wie weit das Modell halt wirklich schon intern auch ist. Und wir haben festgestellt, also wenn ihr es so ein bisschen verfolgt habt oder unsere Streams verfolgt habt, Google kommt aktuell nicht dran. Und ich hätte ehrlich gesagt nie gedacht, dass ich in einer Welt lebe, in der Google eventuell halt obsolet werden könnte mal irgendwann. Das war für mich nicht mal irgendwas, was ich mich gefragt habe, aber was ich gerade live miterlebe. Also dieses BART-Modell, das ist halt komplett irrelevant. Auch Microsoft mit Bing hängt halt hinterher. Also eine große Entwicklung, über die wir eigentlich letzte Woche hätten sprechen, oder nee, es ist ja noch diese Woche, also die wir werktags drüber hätten sprechen wollen. Vielleicht um nochmal was mitzugeben, wo OpenAI gerade auch nochmal die Nase vorn hat, ist, dass kurz nach unserem letzten Stream, wirklich fast parallel, kamen die Ankündigungen zu Plugins für GPT. Plugins heißt so viel, dass zum Beispiel Apps mit reingebracht werden können. Schnittstellen halt zu Schnittstellen, anderen. Schnittstellen mit reingebracht werden können, die dann GPT auch Zugriff aufs Internet gibt, unter anderem. Und das war ja bis hier die ganz große Stärke von Bing, wo man gesagt hat, hey, Bing hat aber immerhin Internetzugriff und das macht es ja aktuell, keine Ahnung, vielleicht sogar besser als GPT. Und dann kurze Zeit später kam halt GPT mit, haha, wir haben jetzt Plugins, ist auch schon ausgerollt, also ein paar Leute haben schon Zugriff darauf und können damit experimentieren. Und dann stellt euch so Sachen vor, wie ihr seid in der Stadt unterwegs und ihr wisst, ihr möchtet essen gehen. Dann könnt ihr über die Plugins GPT nach Restaurants in eurer Nähe fragen, gebt vielleicht noch mit, darauf habe ich Lust und ich möchte heute maximal so und so viel Kalorien essen. Und dann gibt es vielleicht noch ein Plugin, das euer Kalorientracker ist. Dann gibt es noch ein Plugin von OpenTable, wo ihr direkt Restaurants reservieren könnt. Und dann möchtet ihr auf dem Rückweg, wenn ihr gegessen habt, vielleicht noch irgendwie was für einen Abend für zu Hause haben, zu knabbern, Flasche Wein oder was weiß ich was. Und dann gibt es direkt dann noch eine Empfehlung quasi, wo ihr noch eben auf dem Rückweg an der Tankstelle vorbeigehen könnt. Oder, nee, noch besser, ihr habt direkt einen Lieferservice dann mit drin, könnt euch dann schon die Sachen nach Hause fahren lassen. Und das ist jetzt quasi so diese ganz große neue Entwicklung dann bei GPT gewesen. Und kurz nachdem das dann halt auch bekannt war, kam ja dann auch schon quasi der Brief. Deswegen, ja, sie haben halt gerade einen riesigen Fortschritt, einen riesigen Vorteil gegenüber den anderen, beziehungsweise sind halt einfach ein Stück weiter als die anderen. Und deswegen kann ich mir wirklich, also so naiv kann ich nicht sein, um mir vorzustellen, dass das jetzt wirklich alles nur ethische Gründe sind, die diesen Brief vorangetrieben haben. Also Elon Musk ist ja auch mit Teil von OpenAI gewesen, war ja sogar mit einer der Mitbegründer, wenn ich es gerade richtig im Kopf hat, und ist vor ein paar Jahren ist er halt quasi ausgestiegen, ist aber immer noch Sponsor von dem Ganzen. Und es gab damals Interessenkonflikte mit seinen eigenen KI-Entwicklungen bei Tesla, weswegen er dann quasi mehr oder weniger rausgegangen ist. Und sagen wir mal so, Tesla ist jetzt gerade auch nicht so weit wie GPT und OpenAI. Die müssen jetzt erst wieder neu anfangen. Hatten sie angekündigt, dass sie tatsächlich ein neues Team aufbauen wollen und müssen, weil sie dort genau die letzten Jahre sich in diesem Bereich nicht so fokussiert hatten. Ja.
Na, aber im Kern denke ich schon, dass tatsächlich auch wichtige Fragen drinstecken. Ich glaube auch, dass tatsächlich Sorgen dahinter stecken, wie es weitergeht, wenn diese Modelle so schnell weiterentwickelt werden, dass wir wirklich kaum hinterherkommen. Also es ist, ich glaube halt nie daran, dass alles schwarz und weiß ist. Irgendwo leben wir alle immer in einer sehr großen grauen Masse mit sehr vielen Nuancen. Deswegen, ich denke, dass da auch definitiv Beweggründe hinter sind, zu sagen, wir brauchen gerade diesen Stopp, weil wir einfach nicht mehr, wir können es nicht mehr kontrollieren, wo es hingeht. Und ich denke, dass dieser Brief, plus, wo wir ja gleich auch nochmal intensiver darüber sprechen werden, das Verbot von Italien von ChatGPT, spätestens, allerspätestens jetzt sollten auch Leute, die noch nicht so viel Berührungspunkte damit gehabt haben und die Schlagzeilen dazu sehen, verstehen, dass das aktuell wirklich ein riesiges Ding ist, was uns als Menschheit bewegt, mit verdammt viel Verantwortung auch dahinter von den Leuten, die, sage ich mal, diese Tools uns gerade zur Verfügung stellen. Also, jetzt habe ich weiter ausgeholt, als ich eigentlich wollte bei der Antwort. Aber das sind Sachen, also das sind Gedanken, die kreisen mir jetzt seit Tagen durch den Kopf. Und ich hatte schon die ganze Zeit, ich bin so froh, dass du wieder da bist, René. Ich hatte so viel Redebedarf schon die ganze Zeit. Und du warst nicht da. Genau, ich hab mal was vorbereitet hier, weil tatsächlich die Motive, also A, wollen wir niemanden persönlich irgendwie versteckte Agendas unterstellen oder solche Sachen, sondern erstmal davon ausgehen, dass die meisten Leute durchaus auch positive Absichten haben, wenn sie sich zu sowas äußern. Und es sind auch wirklich namhafte KI und Machine Learning und Computerforscherinnen und Forscher dabei. Aber genau, wir haben hier mal so eine kleine, ich habe mal so eine kleine Achse gebaut, um ein bisschen das einzuordnen, in welchem Themen- oder Diskussionsumfeld wir sind. Nein, es wird jetzt keine Vorlesung oder so, aber es macht es vielleicht ein bisschen deutlicher, wo wir gerade stehen und wo verschiedene Positionen sind, um dann vielleicht auch zu sehen, was ist die Absicht hinter bestimmten Aussagen, also was ist auch die Perspektive auf bestimmte Thematiken. Genau. Ich habe eine Achse, das ist so ein bisschen pro AI, kontra AI. Ihr seht es hier so von, ne, weiß ich, eher AI skeptisch. Das können auch Leute sein, die sagen, das ist alles eher übertriebener Hype, diese Tools sind gar nicht so gut, die brauchen wir gar nicht, die bringen gar nicht so viel, bis hin zu Leuten, die einfach sagen, da sind mehr negative Dinge mit zu erwarten als positive Dinge. Dann haben wir die eher Optimisten, die sagen, ja, es gibt bestimmt Probleme mit der KI-Entwicklung und Einführung, aber insgesamt glauben wir einfach, das wird schon eher einen positiven Beitrag für die Menschheitsentwicklung geben. Dann habe ich das jetzt mal so die Evangelisten, die halt jedem erzählen und schütteln, hey, AI is the future und die werden halt, also das wird alles irgendwie verbessern und so weiter und so fort, also die sehr einseitig sind. Und dann gibt es die sogenannten Doomers, also von Doom Weltuntergang, AI-Doomers. Das sind halt Leute, die sehr davon überzeugt sind, dass egal was wir tun werden, AI wird der Untergang der Menschheit sein, wenn wir nicht, und das ist ein Zitat, wenn wir nicht sogar bis dahin zu gehen, zu erwägen, Staaten oder einzelne Akteure militärisch anzugreifen, wenn sie zum Beispiel versuchen sollten, GPU, also Grafik-Chip-Cluster, aufzubauen, die eine Leistungsfähigkeit hätten, um daraus hochentwickelte KI-Systeme zu entwickeln. Also die sehr krass sind, teilweise auch gerade auf Twitter letzten Tage. Ja, das ist schon fast Kulte, also kultmäßig, also die sogar eben von Angriffen auf AI-Laboren schwadronieren und Angriffe auf Forschergruppen und so weiter und so fort. Also das ist so ein bisschen dieses Spektrum auf der AI-Skala. Und dann gibt es, was ich so beobachtet habe, so ein bisschen die andere Skala, nämlich eher so allgemein Technologie und damit gleichsetzend auch Kapitalismus im Sinne von durchaus auch als Wirtschaftssystem. Also höher, weiter, größer, schneller, Wachstum, Wachstum, Wachstum in allen seinen Formen, was aber Tech ja auch ist, schnellere Rechner, größere Datencenter, mehr Möglichkeiten. Und dann gibt es eben Personen, die eben da sehr kritisch sind, die sowohl kritisch gegenüber großen Technologiekonzernen, ob das Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, Google und so weiter sind.
und die oft, ich hoffe, ich glaube, ich habe einen Tippfehler drin, ist egal, man weiß, worum es geht, die aber eigentlich, da steckt auch recht viel Kapitalismuskritik drin. Also da geht es dann auch um Arbeitnehmerschutz oder Arbeitnehmerrechte. Also wie werden Modelle trainiert? Wem gehören die Daten? Wer wird beteiligt an der Wertschöpfung, die aus diesen Modellen möglicherweise entstehen werden? Welche negativen Auswirkungen hat das vielleicht auf Rassismus, auf Ungleichheit zwischen Frauen und Männern und so weiter und so fort? Ja, ich weiß, keine Vorlesung, ja. Genau. Aber es ist eben wichtig, weil hier verbindet sich ganz viel. Und dieser Brief ist, wenn ich jetzt muss ich kurz hin und her switchen, dann sehe ich euch nicht. Dieser Brief ist aktuell, würde ich sagen, hier in einer Richtung, der eher so ein bisschen hier ist, ne, das wollte ich gar nicht, ich wollte einen Kreis haben, kein Dings, da ist der ein bisschen angesiedelt, so, ne, also Skepsis, es gibt einige, siehe einen Elon Musk, ist natürlich ganz klar pro Tech, so, ne, Tesla und Twitter und SpaceX, also er ist eher wahrscheinlich hier ganz oben, und es gibt aber auch einige, die eben da unterschrieben haben, die eher ein bisschen, ne, große Tech-Unternehmen müssen mehr kontrolliert werden, brauchen mehr Transparenz, müssen mehr vielleicht auch von ihrem Geld, was sie verdienen, auch wieder was zurückgeben und so weiter und so fort. So. Jetzt gibt es aber eine Gruppe, ist eine Forschergruppe von vier Frauen, die hauptsächlich in dem Bereich tätig sind. Ich will jetzt nicht hin und her switchen, aber ich kann sonst auch die Links nachher hier einfügen. Die zum Beispiel sagen, dieser Brief konzentriert sich viel zu sehr hier auf diesen Bereich. Also nämlich, dass die KI irgendwann für die Menschheit richtig, richtig schlecht ist. Und die sagen einfach, nee, die KI muss hier betrachtet werden, was jetzt gerade mit Technologie passiert. Also die konzentrieren sich sehr darauf, was die aktuellen und kurzfristigen Auswirkungen sind und die zum Beispiel, wenn ihr danach suchen wollt, einfach unter AI-Hype eingeben, die eben sagen, dass das Ganze, was jetzt über GPT-3 und 4 und ChatGPT und Bard und Bing und wie sie alle heißen, gerade diskutiert wird, das ist nur wieder Tech-Hype. Da geht es wieder nur darum, dass bestimmte Firmen sehr reich werden und eigentlich steckt dahinter nichts wirklich Fundamentales. So, und dann gibt es halt, wie gesagt, das ist so ein bisschen dem Bereich. OpenAI würde ich hier einordnen, so irgendwo. Also so einige Aussagen von dem Mitgründer und aktuellem Chef von OpenAI, dem Sam Altman, gehen schon recht sehr in diese Evangelistenrichtung so mit. Das wird alles super und toll und natürlich auch sehr in Richtung große Firmen aufbauen, weil immerhin OpenAI ist eine der am schnellsten wachsenden Firmen aktuell, was halt den Wert angeht. So. Er hat ja selbst für sich, also bei ihm, er hat ja selber ein Net Worth von 250 Millionen, glaube ich, gerade. Ja. Ich habe es mal aktuell gelesen. So, also wie gesagt, hier, das ist so ein bisschen hier in dieser Bubble, dann haben wir hier oben eben ein OpenAI. So. Viele Forscherinnen und Forscher sind halt eher so ein bisschen wahrscheinlich, sehen durchaus, dass sich hier was tut und sind auch viele durchaus bereit zu sagen, ja, es gibt Risiken, aber es gibt eben auch viele Chancen, zum Beispiel in der Forschung von, das hatten wir ja auch, für vielleicht Medikamente, in der Verbesserung von Bildungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Zum Beispiel die UNESCO, das ist die Organisation für Education, Research und Culture, also was ist das? Erziehung, Forschung und Soziales oder so, ja. Die sind halt zum Beispiel auch eher, die sagen, unterm Strich gehen sie davon aus, wenn man die AI gut lenkt, dass es eher positiv unterm Strich sein wird. Sehen aber auch viele Probleme, also sind vielleicht ein bisschen eher im Konflikt mit manchen kapitalistischen Grundideen und so weiter und so fort. Und so verteilt sich das ein bisschen, worauf ich eigentlich hinaus will, das Bild, weil einige sagen halt, genau, dann haben wir eben hier die komplett hier unten sind, die Anti, nennen sie jetzt mal so, die nennen sich nicht so Anti-AI-Hype, Bewegung, die halt einfach sagt, es ist alles übertrieben, die Fortschritte sind nicht so gut und eigentlich ist das wieder nur das typische, große Tech-Unternehmen wollen sich die Taschen vollhauen.
Und ich glaube, das ist auch ein bisschen, wo man halt gucken muss, was die wirklich Motivationen sind. Weil wenn ich jetzt hier einen Elon Musk noch hinpacke, der im Grunde total daran glaubt, dass mit AI wahrscheinlich auch viel Geld zu verdienen ist, der will halt eigentlich aufholen, während andere, denke ich mal, wirklich im Sinn haben, okay, wie können wir die Systeme besser verstehen, besser etwas besser absichern, bevor wir zu wirklichen Systemen kommen, die ja nochmal eine ganz andere Gefahrenpotenzial mitgeben. Ich hoffe, ihr konntet mir ein bisschen folgen bei der kleinen Vortragsreihe. Vortragsreihe mit René würde ich mir jeden Tag geben. Ich würde da vielleicht, das passt ganz gut gerade im Zusammenhang, Macho, Macho, Macho? Macho, Macho, Macho vielleicht, hat gerade einen Kommentar geschrieben, dass er sich nicht vorstellen kann, dass es oben egal, völlig egal ist, was sie mit ihrem Modell machen. Und da gibt es aktuell auch noch von vor ein paar Tagen ein sehr spannendes Interview, das ich auch sehr empfehlen kann zu sehen. Also ich habe den Mitgründer Sam Altman, wir hatten ihn vorhin schon einmal genannt, habe ich noch nie so lange reden hören am Stück wie in diesem Interview. Also das ist ein 2,5-stündiger Podcast im Prinzip mit Lex, wie heißt er nochmal weiter? Lex Letty Friedman. Liebman, Dankeschön, Lex Liedman, der selber Fried. auch Fried. Friedman, der selber auch in der KI-Forschung ist und schon seit ein paar Jahren auch so ein Podcast-Modell hat, wo er auch über Tech-Themen und so redet. Und er hatte jetzt Sam Altman in seinem ja, Podcast zu Besuch. Und ich hatte nach dem Gucken, hatte ich schon den Eindruck, okay, das ist jetzt nicht der allerschlechteste, soweit man den Leuten halt vor den Kopf gucken kann. Ne? Ist jetzt nicht der allerschlechteste Typ, um so viel Macht gerade in Händen zu halten, sagen wir mal so. Ich hatte nicht sofort den Eindruck, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und er hat sich auch ganz klar dazu positioniert, auch wenn er natürlich, sonst würde er OpenAI in der Form nicht machen. Natürlich positioniert er sich ganz klar dahin, dass das AI in irgendeiner Form auch ein Heilsbringer für die Menschheit sein kann. Also wenn wir bei dieser Charta von René bleiben, mehr auf dem ja auf dem Spektrum sehr positiv AI eingestellt. Aber ich habe eine Stelle rausgesucht, wo er selber geschrieben, also es ging halt darum, wie muss man verantwortungsvoll eigentlich damit umgehen und wie er sich damit fühlt, zu viel Verantwortung in der Hand zu haben, weil beide davon ausgehen, dass AI einfach sehr viel in der Menschheit bewegen kann. Und er hat halt ganz klar auch gesagt, ja, diese Tools, die werden erstmal auch Böses machen, also in dem Sinne, wo halt jeder böse und gut sieht, da sind wir dann schon wieder bei einem So sehr wie philosophischen OpenAI Teil. auch. Ja, kannst ja ruhig mal laufen lassen, ab Ich eins habe könnte Sound uns. ausgemacht, aber man sieht ja Okay. den genau, damit man mal weiß, wer eigentlich dieser Sam Altman ist, über den Ja. man immer wieder redet. Das ist er genau. Ist ein bisschen kamerascheu, also tritt gar nicht so häufig aus. Deswegen war jetzt hier dieser Podcast für viele recht interessant, weil er mal wieder in längeren Stücken ein bisschen über seine Perspektiven geredet hat. Ja, und übrigens auch noch ein recht junger Typ, also der ist noch keine 40, 36 oder 37 ist er gerade. Und er sagt halt auch ganz klar, dass wir auf jeden Fall, dass es schlechte Sachen da sind, weil eben auch in der Menschheit passieren schlechte Sachen und es ist halt ein Werkzeug für ihn, das wir benutzen können. Und das fand ich auch ganz interessant. Er selber sagt, dass es auch immer wieder wichtig ist zu kommunizieren, dass es ein Werkzeug ist und kein Wesen, das wir nun mal in Händen halten. Und er sagt, ihre Mission ist es quasi zu schauen, wie man die negativen Aspekte so stark eingrenzen kann wie möglich und die positiven so stark ausbauen wie möglich. Das heißt, ja, er ist KI-enthusiastisch, sonst hätte er die Firma nicht, aber er sagt halt auch klipp und klar, es werden definitiv schlimme Sachen damit gemacht werden. Das liegt in der Natur des Menschen. Ich finde ihn auch jetzt nicht den, ne, gibt tatsächlich Unternehmensführerinnen und Führer, die deutlich unehrlicher oder auch intransparenter wirken. Trotzdem muss man, also meine Sicht, sagen, dass OpenAI vor 2 Jahren noch nicht, also 2020 oder jetzt schon 3 Jahren, 2020 oder so, als GPT-3 rauskam, war es definitiv noch
ein ja, eher Forschungsinstitut ihre letzten Initiativen, du hast ja vorhin auch gerade eben ChatGPT-Plugins angesprochen, das würden wir euch auch zeigen, wenn wir auch Zugriff haben, also wir sind auf der Warteliste, aber scheint mir, dass in Europa das noch nicht sehr weit verbreitet ist, jedenfalls ich kenne fast keinen aus Europa, der Zugriff hat, ich kenne ein paar aus den USA, die da schon mit rumwerkeln dürfen, deswegen sobald das wir wieder Zugriff drauf haben, werden wir es auf jeden Fall auch in der Folge mal detaillierter zeigen, dass eben ihre letzten Entwicklungen sehr stark dann doch wie klassische Tech-Unternehmen anmuten. Also im Sinne von extrem schnelle, große Skalierung. Also der Schnellste, der Erste zu sein. Das hat der Mark Zuckerberg mal geprägt in Facebook, also der Facebook-Gründer und Chef von Facebook, nämlich dieses Move fast and break things. Also bewege dich schnell und mach Dinge kaputt. Im Idealfall deine Konkurrenz oder etablierte Geschäftsmodelle von anderen. Und da entwickelt sich OpenAI definitiv seit letztem Jahr sehr stark hin. Die sind intransparenter geworden, hatten wir ja schon drüber geredet. Man weiß fast nichts über die wirklichen Trainingsdaten und Systematik von GPT-4. Sie sagen sehr wenig, was ihre eigene Roadmap angeht. Also was sind ihre eigenen Schritte? Sehr vage und sehr abstrakt, was sie dort zu sagen. Sie haben jetzt erst angefangen, für GPT-4 externe Organisationen, ob nun staatlich, nicht staatlich und so weiter, oder Forschungseinrichtungen einzuladen, ihre Modelle kritisch zu testen und so weiter. Aber auch da weiß man nicht, wie ist dieser Prozess, wer wird angefragt, wer nicht, wer entscheidet dann darüber und so weiter und so fort. Und wie gesagt, gerade diese letzten Bestrebungen, weil klar, nach letztem Stand über 100 Millionen, oder vielleicht sind es jetzt schon 120 Millionen, vielleicht sind es auch 150 Millionen schon, User nutzen ChatGPT. Das bedeutet, wir kommen in einen Bereich, wo vielleicht in einem Jahr, in zwei Jahren, so viele Leute ChatGPT benutzen, wie jetzt TikTok benutzt wird oder Facebook benutzt wurde oder was auch immer. Also Softwarelösungen, die von vielleicht 500 Millionen bis 1 Milliarde Menschen auf der Welt benutzt werden. Dann gibt es das Abo-Modell, was dann bei 20 Dollar bei vielleicht 100 Millionen zahlenden Kunden so ungefähr Unglaubliches auch bedeutet an Umsatzeinnahmen. Dann jetzt eben diese Plugins, sehen ganz von ganz vielen schon gesehen, also das neue Apple Store Modell. Nämlich sie kontrollieren damit, welche Daten und Systeme und Services können in ChatGPT reinkommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, es könnte ein schlechterer Mensch dort sitzen, trotzdem ist die Firma zu groß und zu mächtig geworden, als dass das unkontrolliert nur dieser Gruppe an Personen irgendwie obliegen darf. Da bin ich relativ fest von überzeugt, über die Schwelle sind wir rüber und ich glaube, das ist auch der, um vielleicht auch mal den Brief jetzt nochmal zu Ende zu führen, der wichtigste Punkt. Dieser Brief, egal wer ihn jetzt unterschrieben hat und von wem er kommt, sollte zumindest als das wahrgenommen werden, nämlich als dieses, es muss eine Regulierung her. Eine sinnvolle, eine durchdachte, keine bürokratische, aber eine sinnvolle, transparente Regulierung. Ich habe oft das Beispiel gehört, sowas wie eben es ja auch im Medizinbereich gibt, also jedes Medikament, was auf den Markt kommt, muss erst getestet werden und muss vorgestellt werden und muss dann eben genehmigt werden. Also in Europa ist es eben die europäische Medikamentenaufsicht, in den USA ist es die FDA. Das gibt es gleich für Lebensmittel teilweise, dass es eben dort bestimmte Prüfungsverfahren gibt. Und ich glaube, die Zeit ist reif, dass es das für AI auch geben sollte. Verstehe mich jetzt bitte auch nicht falsch. Also ich sage jetzt nicht, dass das AI jetzt, dass man die nicht genauer im Blick behalten sollte. Ganz im Gegenteil, da bin ich vollkommen bei dir. Ich denke, dass diese Debatte auch sehr wichtig aktuell gerade ist zu führen. Wie der Brief formuliert ist, welche Motivation hinter diesem Brief steht von den Köpfen, die ihn vorangetrieben haben, mal ganz ab davon, müssen wir diese Unterhaltung führen und wir müssen sie vor allem auch
vor einem breiteren Publikum führen, als sie aktuell auch geführt werden. Das ist, magst du vielleicht noch mal ganz kurz den Graphen öffnen? Das, ja, gerne. Ich finde das eigentlich ganz schön, weil ich habe gerade die ganze Zeit im Hintergrund drüber nachgedacht, wo stehe ich jetzt eigentlich gerade auf diesem Graphen? Das hat sich bei mir nämlich im Laufe der Zeit auch ein bisschen gewandelt. Bis zu den neuesten Entwicklungen, als ich das erste Mal in Berührung gekommen bin mit KI in der Form, gerade auch mit diesen Large Language Models, also GPT-3, das ist ja jetzt ja gut 3 Jahre schon her. Da war ich so total auf dem enthusiastischen Graphen, weil ich habe verstanden, was das ist. Es war so, oh mein Gott, so erstmal diese kindliche Neugier. Ich trage bei vielen Sachen, die ich neu entdecke, eine sehr starke kindliche Neugier in mir, wo ich erstmal alles toll finde. Erstmal alles toll finden, anfassen, ausprobieren, gucken, machen, tun und denken, oh, was kann ich denn hier für coole Sachen machen? Oh, ich kann das Ding Geschichten schreiben lassen. Ich kann damit einen Dialog führen. Alles cool, 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 cool. Und dann nochmal weiter überlegt, so, oh, das hat ja auch voll viel Sachen dann mit meinem Job. Das kann ja auch meinen Job voll erleichtern. Mit sowas kann ich ja News schreiben lassen. Ist ja der Hammer. Na, also so bin ich da halt erstmal gedanklich rangegangen. Habe mich dann tiefer eingearbeitet in den letzten Jahren und je tiefer ich komme, ich verspüre immer noch so einen hohen Druck dahinter, noch tiefer kommen zu wollen, weil es einfach so eine starke Entwicklung gerade in der Menschheit ist, die wir live erleben. Also das klingt jetzt wieder so ein bisschen auf der religiösen Richtung, aber es ist einfach wirklich ein starkes Werkzeug, das wir da in der Hand haben. Und je mehr ich lerne, desto mehr rücke ich dann quasi auf die mehr skeptische Seite des Graphen, wo ich auch denke, okay, ja, wir müssen irgendwie nicht unbedingt eine Bremse im Sinne von, wir pausieren jetzt alles und machen gar nichts weiter. Also ich bin auch immer noch nicht ganz mit mir darüber im Einklang, wie ich auch zu diesem Brief stehe. Also eine Pause, eine komplette radikale Pause in die Forschung reinzustecken, an sich eigentlich nicht so ein großer Fan davon. Aber ich denke auch, dass wir diese Debatte haben müssen, vor allem auch mit Leuten, die vielleicht nicht das unbedingt tiefe technische Verständnis haben. Denn das ist, was ich immer wieder merke, die Leute, die sich drüber unterhalten, die sich lautstark drüber unterhalten, das sind alles Leute, die vor allem einen sehr technischen Hintergrund haben. Und Menschen, die diesen nicht haben, sind bei diesen Themen teilweise gar nicht tief drin. Also auch wenn ich mich mit Menschen unterhalte, ja klar, ich habe mal was von ChatGPT gehört oder so, sind jetzt aber nicht die allermeisten. Und ich glaube, wir brauchen vor allem einfach eine Debatte, wo man Menschen nochmal genauer erklärt, was diese Tools für einen Einfluss auf das Leben haben können und werden und was das für sie, vielleicht für ihre Arbeitsplätze, für ihr Leben bedeutet. Und einfach mehr Leute, man braucht mehr Leute aus unterschiedlichen Richtungen als nur technischen Hintergründen, die sich da einmischen. Sagen wir es mal so, ja, eine Einmischung von mehr Perspektiven wünsche ich mir. Ich habe leider nicht gemerkt, dass ich nicht übertragen hatte. Ich hatte dich hier immer hin und her geschoben. Ich dachte, das war Stopp irgendwie. Aber ich hatte nicht gesehen, dass ich das gerade nicht übertragen hatte. Nee. Ich habe hier auch schon mal die Links nochmal eingefügt. Hier, das ist eben dieses Entgegnung von eben einem anderen Institut, was ich vorhin erzählt hatte, eben das sind vor allem eben eine Gruppe von Forscherinnen, die sich da sehr kritisch mit der aktuellen KI-Berichterstattung und auch Entwicklung auseinandersetzen, kommen teilweise selbst aber auch aus dem Machine Learning-Bereich und so weiter. Also durchaus, wenn man eben das ganze Spektrum haben will, unbedingt angucken, genau UNESCO, wenn wir heute nicht im ganzen Detail darauf eingehen, habe ich jetzt auch schon mal eingefügt, die hatten eben schon im November 2021 Empfehlungen an ihre Mitgliedstaaten veröffentlicht und hatten jetzt nochmal darauf aufgerufen, dass doch ihre Mitgliedstaaten sich bitte daran vielleicht halten könnten, weil sie haben es ja auch ratifiziert. Das Problem ist nur, USA ist kein Mitglied mehr der UNESCO. Damit ist das so ein bisschen Rufen in den Wald hinein und plus diese Empfehlungen sind auch ein bisschen sehr, seid bitte nett und achtet bitte auf Menschenrechte und so weiter und so fort. Also das ist ein bisschen sehr unkonkret und auch ein bisschen an manchen Stellen halt unrealistisch. Genau. Aber Lea, wo soll ich dich jetzt positionieren? Du kannst mich ruhig noch ein bisschen weiter in Richtung Optimismus positionieren, okay. so mittig bis zum neutralen Graphen, sage ich mal, das passt schon ganz gut. Weil ich bin ein Mensch, der auch manchmal gerne naiv sein will. Ich möchte gerne ein optimistischer Mensch sein. Das halte ich für mein eigenes Seelenwohl für sehr wichtig. Und ich möchte mehr die positiven Seiten dieser Tools sehen, ohne jetzt die negativen zu vernachlässigen oder zu ignorieren. Denke ich aber lieber drüber nach,
was für positive Dinge wir in der Menschheit halt auch bewegen können, dank dieser Tools, wenn wir eben auch im Bereich sind, Medizin, Forschung, Lehrstuhl und so, können da schon tolle Sachen mit passieren und gemacht werden. Und diese Dinge möchte ich halt gerne fördern. Bei mir es ist ähnlich. Also ich bin, glaube ich, von irgendwie mal hier gebounced nach hier, also sehr irgendwie gegen auch bestimmte Sachen im Big Tech-Bereich bis hin zu drüben. Ja, tatsächlich, also ein paar Argumente der AI-Doomers sind schwer von der Hand zu weisen. Also da gibt es einfach Dinge, über die noch sehr hart nachgedacht werden muss. Ich glaube, die sind aber weiter, als von manchen jetzt behauptet wird. Also ich glaube nicht, dass in den nächsten 5 Jahren, wahrscheinlich auch nicht in den nächsten 10 und so weiter Jahren, wir in diesem Bereich wirklich schon was sind, sondern wir werden eher mit konkreten Auswirkungen, hat man ja immer schon gesagt, hatten Desinformation, Fake News, Manipulationen und so weiter und so fort, damit eher zu tun haben. Das heißt, tatsächlich würde ich mich momentan auch so ein bisschen in diesem Dunstkreis sehen. Ich will dich nicht verdecken. Ich bin immer ein bisschen sci-fi-iger, deswegen bin ich ein bisschen mehr pro-Tech. Das heißt, ich hoffe immer eher, dass Technologie langfristig der Menschheit doch irgendwie was gebracht hat und uns weitergebracht hat irgendwie, auch mit vielen Rückschlägen und mit vielen Schwierigkeiten. Aber ich möchte zum Beispiel nicht im 16. Jahrhundert leben oder im 18. oder so. Von daher sage ich immer eher, also Tech im Sinne von auch Wissenschaft und Aufklärung und Forschung allgemein, hoffe ich immer, ist eher besser als zu sagen, nee, versuchen wir doch den Status quo irgendwie zu bewahren, weil das ist ja auch bei dem Open Letter, also jetzt bei diesem offenen Brief, es gibt halt Leute, da hat man wirklich auch den Eindruck, sie wollen ihr aktuelle Systeme und Einnahmequellen und auch Weltsichten einfach komplett beschützen. Und deswegen sind sie gegen KI und bestimmte Zukunftsentwicklungen, weil das einfach, ja, weil sie einfach anti-intellektuell oder auch anti-technologisch insgesamt eingestellt sind. Deswegen, wie gesagt, ich würde mich irgendwo, ja, ich weiß nicht, ich bin eher so ein langgezogener Blob. Aber keine Sorge, das ändert sich bei mir auch immer von Tag zu Tag. Also ich habe ja heute Morgen noch einen Podcast-Schnipsel gehört mit einem AI-Doomer, der sich nur damit beschäftigt hat, wie KI die Menschheit, also wie wir durch die KI sterben werden als Menschheit. Da war ich dann nur im Doomer-Dunstkreis. Das war auch ein interessantes Gedankenexperiment, was da besprochen wurde. Aber dann ist natürlich der eigene Kopf auch wieder zugange mit, hey, wie, doch, ein paar Sachen sind da dann immer mal mit bei, wo man denkt, ja, doch, Aber, ach, ich bin halt auch ein Typ, ich möchte nie Angst vor Neuerungen haben, nie Angst vor Fortschritt haben und deswegen gehe ich da jetzt auch relativ offen, offen ran, mit dem nötigen, mit der nötigen Skepsis in einigen Bereichen. Vielleicht, ich glaube, was mal ganz gut wäre, weil wir hatten es ja vorhin auch angesprochen, dass es bei diesen Diskussionen einfach sehr schnell in diese Doomsday-Richtung geht. Das kann sich ja jeder irgendwie, wie gesagt, die meisten von uns hier haben Terminator gesehen, diese Skynet-Richtung und so, dass die AI denkt, Menschen sind eigentlich wie ein Virus für den Planeten, die müssen wir jetzt alle auslöschen und was weiß ich was, so in der Richtung ist man natürlich sehr schnell. Aber ich würde vielleicht mal ganz gerne über ein paar konkrete Beispiele noch reden möchten, Können wir gerne. Ich wollte nur ganz kurz, weil wir tatsächlich ein paar Kommentare noch hatten, den Kommentarbereich machen und dann gehen wir in den Bereich rein, dass wir so ein bisschen. Guter Punkt. Ich schalte einfach mal an und wir antworten einfach spontan. Wir machen jetzt schnell Antworterunde. Ich gehe einfach jetzt durch, was jetzt in der letzten halben Stunde hier aufgelaufen ist. Hier war noch, Problem ist, dass wir uns von Haras hatte geschrieben, Problem ist, dass wir uns von dem Wissen nicht schützen können, nur vor dem Handeln. Das hatten wir, glaube ich, auch öfter thematisiert. Ich glaube, da sind wir beide relativ gleicher Meinung, ne? Dass man eher aktiv damit umgehen sollte und schauen sollte, wie das Ganze vielleicht in gute Bahnen gelenkt wird, als jetzt irgendwie krampfhaft zu versuchen, zu tun, als wären diese Entdeckungen und auch diese Entwicklungen nicht passiert. Dann haben wir hier von auch vom Haras, sehr aktiver Chatter, sehr gut. Gibt es bereits wissenschaftliche belegbare Hinweise, dass KIs überhaupt so etwas wie einen eigenen Willen entwickeln können?
Das ist die ganz, ganz große Streitpunkt. Es gibt Leute, die felsenfest davon überzeugt sind, dass es uns nie gelingen wird, wirklich sowas wie menschlicher Verstand und solche Sachen zu haben. Ich weiß, bin ich ehrlich, kann nicht ganz nachvollziehen, woher sie diese Selbstsicherheit haben, weil am Ende sind wir auch nur biochemische Roboter. Wir basieren eben auf Kohlenstoff und eine CPU basiert auf Silikon. Aber da würde ich sagen, warten wir mal ab. Und wenn es nicht 20 Jahre sind, dann vielleicht 50 Jahre. Es ist ja auch, was wir was wir als Mensch auch zuschreiben. Also Ja. das war auch mit diesem Interview mit Sam Altman, war das auch so ein gewisser Punkt, dass er gesagt hat, er hat wahrgenommen, dass Menschen gerne von er oder sie bei KI sprechen, also ihnen ein Pronomen zuweisen und dass er das nicht ganz nachvollziehen kann. Er versteht es zwar, dass Menschen es tun, aber für ihn sind es immer nur Werkzeuge, es sind Tools. Und das ist eben auch was, wo ich dann eher sehe, dass er da auch eine gewisse Begrenzung vielleicht in seinem Denken hat, weil wir alle unterschiedlich, also nicht im negativen Sinne Begrenzung, sondern wir haben alle bestimmte Grenzen mit unseren Erfahrungen und wer wir selber sind, wo wir uns halt reinversetzen können und wo nicht. Und Menschen aus meiner Sicht, wie ich sie beobachte, neigen schon oft dazu, Dingen ein Wesen zu geben. Also das ganz klassische Beispiel für mich sind Staubsaugroboter. Jeder Mensch, den ich kenne, der einen Staubsaugroboter hat, gibt dem Ding einen Namen, klebt vielleicht sogar noch Wackelaugen drauf und geht mit dem um, als wäre es halt irgendwie ein Haustier oder so. Es gibt Beispiele, Saugron zum Beispiel, genau, sehr viele kreative Namen. Es gibt ein Beispiel auch von jemandem, also es gibt auch jetzt schon KI-Tools, die Beziehungen imitieren. Und was ich so beobachte im Umfeld, das ist so ich observiere einfach gerne, ich observiere gerne, was Menschen machen und was ich sehe, was vor allem auch Leute teilen, die nicht so tief in diesem KI-Kosmos sind, sie möchten es immer personifizieren. Ich sehe Leute, die möchten den Tools antrainieren, Namen zu bekommen. Ich sehe Leute, die möchten mit ihnen höflich umgehen. Die stellen ihnen auch Fragen, wie geht's dir heute? Also ich glaube schon, dass das ein ganz starkes Bedürfnis von Menschen ist, diese Tools zu personifizieren. Und dann ist halt immer die Frage, ab wann ist es denn ein Lebewesen, wenn ich es als Lebewesen empfinde, wenn es mir gut vorgaukeln kann, ein Lebewesen zu sein. Wie möchte ich wirklich bestimmen können, ob es halt ein Leben ist oder nicht? Und da sind wir jetzt wieder im ganz tief philosophischen Bereich. Da gibt es wirklich, es gibt keine Antwort drauf. Du kannst es wissenschaftlich nicht belegen, ak nach aktuellem Stand zumindest. Ganz schwieriges Das Thema tatsächlich. ist ja die Idee gewesen hinter dem Turing-Test, eben von Alan Turing, eben schon in den 40er Jahren postuliert, dass, also Turing-Test im Einfachen ist ein Gespräch mit einer Maschine, aber man soll dann nur bewerten, wie der Output ist. Kann jeder selbst mal machen, also auch mit ChatGPT kann man einen Turing-Test absolvieren. Ich habe ihn mal reverse gemacht, das heißt, ich habe ChatGPT gebeten, mich zu testen, ob ich denn eine KI oder ein Mensch bin. Also es hat den Turing-Test an mir gemacht. Da geht es eben darum, hat man eben persönliche Erfahrungen, persönliche Empfindungen, persönliche Einschätzungen und so weiter und so fort. Und ChatGPT ist so trainiert, dass es auf diese Fragen nicht so antwortet. Es ist aber schon rein sprachlich in der Lage, auf diese Fragen so zu antworten, als dass man sie nicht auseinanderhalten könnte, wie ein Mensch gerade darauf geantwortet hat, sondern nur der Filter, der quasi aktiv ist, verhindert das. So. Das heißt nicht, dass dieses System jetzt irgendwie Sentinel ist oder also irgendwie ein Bewusstsein hat. Aber wie gesagt, die Forschung ist dort, geht in sehr breite Richtungen. Die einen sagen ja, irgendwann wird es uns gelingen, neuronale Netze oder Nachfolger von neuronalen Netzen oder was auch immer so mächtig zu machen, wie auch immer, dass sie irgendwann auch dieses Selbstbewusstsein erlangen und damit dann auch natürlich auch eigenen Willen, eigene Motivationen erlangen werden. Und andere sagen eben, nee, das ist absoluter Hype und Quatsch. Da sind wir entweder ganz weit von entfernt oder es wird uns nie so richtig gelingen. Ich glaube, da wird nur Time will tell. Also man wird da sehen, wo die Richtung hingeht. Man kann nur sagen, OpenAI ist der Ansicht, dass sie eine AGI, also eine Artificial General Intelligence, entwickeln werden können auf Basis der Transformer-Modelle. Das heißt, sie sagen, uns ist gar nicht wichtig, ob das System einen Willen hat, uns ist gar nicht wichtig, ob es Selbstbewusstsein erlangt. Wir wollen aber ein System haben, was generell
über menschliche Intelligenz anwenden kann und gleichzeitig eigentlich ein Tool bleibt. Deswegen ist auch OpenAI, was Safety angeht, viel relaxter, weil sie gar nicht vorhaben, hier ein selbstständiges, irgendwie, ja, wirklich im tieferen Sinne des Wortes selbstständiges System zu schaffen, sondern für sie ist das, wir werden das Ding sehr schlau machen, mit immer mehr Daten, mit immer besseren Daten, mit immer besseren Trainingsmethoden. Und das wird einfach immer weiterhin nur unser Diener sein. Also im Sinne von, ich gebe was ein, ich mache was und das gibt mir was zurück. Es soll nie eigenständig sein. Andere sagen halt, das ist sehr gefährlich, das könnte dann unter der Oberfläche dann doch anfangen, eigene Motive zu entwickeln. Wir machen wir nochmal eine eigene Sendung zu, aber erstmal die Fragen nochmal weiterzugeben. Genau, hier war noch die Frage, ob eben OpenAI zu dem Brief eine Stellungnahme abgegeben hat. Nein, haben sie nicht. Das wäre auch eher, glaube ich, kontraproduktiv. Also ich glaube, sie beobachten das ein bisschen und gucken auch, wie die Richtung hingeht. Der Sam Altman hat aber zumindest angedeutet, also vorher schon, bevor es diesen Brief gab, dass eben sie sich der Regulierung und auch der öffentlichen Debatte mehr stellen wollen. Das hatten sie schon im Februar angekündigt, also bevor GPT-4 war. Wie weit das dann geht und wie offen sie da sind, wie gesagt, Fragen für die Zukunft. Dann war, ich kann mir nicht vorstellen, ah nee, das hatten wir schon, Das Entschuldigung. hatten wir ja. Genau, dann haben wir noch, wenn KI-Forschung pausieren soll, dann haben die einen Vorteil, die Geheimen dennoch forschen zu Lasten der Transparenz. Daher sehe ich kein sehe ich jetzt kritisch, Forschung zu begrenzen. Ja und nein. Tatsächlich ist es so, auf dem Niveau von GPT-5, also das nächste, was geht ja darum, was jetzt besser wird als GPT-4. Da sind wir in Bereichen, das kann man nicht mal so in seiner Garage erforschen. Da reden wir von GPU-Clustern, von, also letzte Spekulation, die ich gehört hatte, von 25.000 GPUs, die für das Training von den neuesten Google und OpenAI und Microsoft-Modellen benutzt werden sollen. Sprich, das könnte man tatsächlich begrenzen, dass man sagt, niemand darf mehr als 1.000 GPUs zusammenbringen, um zum Beispiel an einem Modell zu arbeiten. Das ist tatsächlich auch die Idee gerade aktuell. Sie sagen nicht, forscht nicht weiter, sie sagen nur, ihr dürft nicht mehr Computerleistung einsetzen, um ein stärkeres Modell zu machen. Also tatsächlich könnte man das machen. Was ich einen guten Punkt fand, ist, jemand hatte geschrieben, was in der Vergangenheit manchmal passiert ist, dass wenn Forschung von bestimmten Grundbedingungen abhängt, und in dem Fall KI-Forschung hängt ganz stark von Computerleistung ab. Wenn die Chips nicht schneller und leistungsfähiger werden, wird sich auch die KI-Entwicklung nicht weiterentwickeln oder nicht stark weiterentwickeln. Das kann aber heißen, wenn wir jetzt sagen, wir würden 2 Jahre ein Moratorium machen, dass wir in 2 Jahren auf einmal wieder doppelt so schnelle Systeme haben wie jetzt. Moore's Law, ne? Also alle 2 Jahre verdoppelt sich die Leistungsfähigkeit der Transistoren. Und dann würde es heißen, dass wir auf einmal einen Sprung haben. Und wenn dann die 2 Jahre nicht gut genutzt sind, weil alle sich zerstritten haben, weil alle darüber diskutieren nur, wie ist jetzt was wirklich zu verstehen, haben wir auf einmal eine Lücke, die eher zu Risiken führen kann, weil es keine kontinuierliche Entwicklung gab, sondern dann springt es auf einmal. Das ist vielleicht ein Gedanke, worüber man mal nachdenken muss. Dann haben wir noch den Kommentar hier von Haikiki. Seht ihr die Gefahr der Regulierung auf staatlicher Ebene oder institutionell? Puh, gute Frage. Willst du, Lea, erst? Nee, ich muss mal kurz den Gedanken zu Ende denken. Also ich bin durchaus ein Freund davon. Ich weiß, es gibt viele auch negative Beispiele, aber eine Selbstregulierung zum Beispiel, in Deutschland haben wir ja sowas wie die USK oder FSK, könnte ich mir eigentlich auch vorstellen für KI-Entwicklung, dass sich sozusagen die Tech-Branche selbst transparenten Regeln erstmal unterwirft und sagt, okay, wir werden dieses und jenes einhalten. Wie gesagt, das gibt es in anderen Bereichen durchaus auch, teilweise durch öffentlichen Druck, aber eine gewisse Selbstregulierung kann teilweise helfen. Ich glaube, dass sie nicht reichen wird. Deswegen denke ich schon, dass sie irgendwie begleitet werden sollte, ob nun durch sowas wie jetzt die UNESCO oder OECD oder durch die EU-Kommission oder durch Datenschutzbehörden oder durch auch vielleicht Zusammenschlüsse von Universitäten und so weiter und so fort, kann, glaube ich, ein guter ergänzender Beispiel sein. Ich glaube, staatlich, im Sinne von einzelstaatlich, halte ich gar nichts von, weil das ist zu kurz gedacht und auch zu
Ja, einseitig, sondern wenn, dann müsste es international staatlich sein, was aber wieder viel, viel schwerer wird durchzusetzen, weil zum Beispiel eben sich die USA an ganz viele internationale ja, Gesetzgebungen und Richtlinien ja einfach nicht halten. Und deswegen, wie gesagt, idealerweise erstmal eine Selbstverpflichtung, begleitet durch Experten, Institutionen und dann, wenn alles nicht hilft, dann auch durch vielleicht Gesetze und andere. Das wäre so meine Perspektive. Ich denke, realistisch ist auch, dass beides passieren wird, damit es auch einfach so eine Gegenkontrolle gibt, weil das ist, ich denke, und je länger ich drüber nachdenke, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, brauchen wir bei diesen Fragen wirklich so viele Köpfe aus so unterschiedlichen Bereichen wie möglich. Und ich glaube, das bekommst du nur, wenn du auch die Wechselwirkungen sowohl von staatlicher als auch institutioneller Ebene hast. Was halt bei staatlich und auch Institutionen, also was halt ganz, ganz, ganz schwierig wird in diesen ganzen ethischen Fragen, ist, dass wir uns als Menschen nicht mal bei der Ethik einig sind. Also auch wenn wir von staatlicher Ebene spreche, unterschiedliche Staaten haben auch einfach unterschiedliche ethische Grundsätze. Und dieses riesige Thema Alignment jetzt, also wie können wir diese Tools an unsere ethischen Grundsätze anpassen, da scheitert es ja schon wirklich an uns Menschen, dass es eben Staaten gibt, die homosexuelle Ebene Ehen erlauben, während es Staaten gibt, die homosexuelle Menschen immer noch auf offener Straße köpfen. Also wie wollen wir uns da auf was einigen? Und auch das sind Diskussionen, die wir eigentlich. Ja, das wird schwer. Also das sind die Sachen, da dreht sich mir der Kopf wirklich schon seit Tagen drum. Ja, also seit den letzten 3 Jahren, je tiefer ich reingehe, gerade so dieses Thema Alignment bereitet mir unfassbar viel Kopfzerbrechen, weil es gibt kein Alignment in der Menschheit selber. Das macht es so kompliziert. Ja, vor allem, weil es eben dann auch unterschiedliche Motivationen gibt, was irgendwie erreicht werden soll damit. Zum Beispiel die USA sind nun mal sehr schützend, was ihre Tech-Industrie angeht. Ja, Ja. warum gibt es denn Apple, Google, Microsoft, Amazon, also Meta, Facebook und so weiter? Warum sitzen die alle in den USA? Warum Ja. wird versuchen gerade bestimmte Senatoren in den USA gerade TikTok zu bannen? Das hat auch durchaus, ne? Warum ist man gegenüber einer Firma aus China so super kritisch, während man so viel Probleme mit Facebook und Co. zugelassen hat in den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten so? Also da gibt es halt immer dann doch wieder eigene Sachen. Ich will ein Statement ganz kurz dann doch aus dieser UNESCO-Empfehlung ganz kurz hier auf den Bildschirm zaubern. Gebt mir bitte ganz kurz eine Sekunde, dass ich das hier reinkopieren kann. Während du reinkopierst, gehe ich noch mal ganz kurz auf unseren Top-Kommentar ein. KI wird mehr zum Spiegel der Menschheit. Also es ist ja quasi ein Spiegel. Das ist ja, diese ganzen Modelle sind ja gefüttert mit all den Gedanken, die sehr viele Menschen auf diesem Planeten schon gehabt haben. Also Das hier ist das ist der zweite Abschnitt aus dem Bereich Values, also Werte, aus dieser eben von der UNESCO vor 2 Jahren, 1,5 Jahren veröffentlichten Empfehlung, die immerhin wohl, wie gesagt, tatsächlich irgendwie 188, 190 Länder irgendwie dann eigentlich auch unterstützt hatten. Aber natürlich, es war so abstrakt, dass alle gesagt haben, ja, klingt gut, machen wir mit. Aber das ist der Anspruch, der dort formuliert wird. Also kein menschliches Wesen, menschlich oder Community sollte ja, Schaden erleiden oder auch subordinated, weiß nicht, also unterworfen werden, weder physisch, ökonomisch, sozial, politisch, kulturell, mental, in der Phase der Entwicklung von AI-Systemen. So. Und soweit das No-Brainer ist, so ungefähr, hey, jedes neue System sollte doch irgendwie zum Guten der Menschheit eingesetzt werden. Wenn man sich jetzt mal wirklich ernsthaft überlegt, welche Entwicklung der letzten 20 Jahre würde diesem Anspruch gerecht werden? Also es ist mittlerweile ja nachgewiesen, dass Social Media zum Beispiel massiv für also mentale Gesundheit negative Folgen hat. Es ist ganz stark nachgewiesen, dass die ganzen Smartphones, also die Herstellung von Smartphones, teilweise nur durch die Ausbeutung von Arbeitnehmenden ermöglicht wurde oder durch das Ausbeuten von Rohstoffen, also diese seltenen Erden, die es zum Beispiel nur in Afrika und bestimmten Teilen Asiens und so weiter gibt, oder dass eben bestimmte Entwicklungen nur
und so weiter und so fort. Also das ist halt genau diese Sache. Eigentlich, ja, AI-Systeme sollten die Welt besser machen, aber wie gut haben wir das bei anderen Sachen bisher hingekriegt und wie realistisch ist das auch, wenn man zum Beispiel dann sagen würde, das muss erreicht werden, wenn das nicht erreicht wird, gibt es keine AI-Forschung. Und dann würden nämlich viele sagen, das kann man nicht erreichen, also probieren wir es gar nicht so korrekt, sondern machen unseren eigenen Weg weiter. Und das gerade, was du sagst, ist leer. Man fordert halt natürlich, dass die Menschenrechte eingehalten werden und die grundsätzlichen Freiheiten. Und da will jetzt kein China-Bashing betreiben, aber China ist Mitglied der UNESCO. Und ja, ich glaube, es gibt den einen oder anderen Experten da draußen, der sehr kritisch darüber sich äußern würde, ob China wirklich die Menschenrechte in allen Bereichen ja, respektiert und nachkommt. Und das ist halt auch genau das wieder. Was heißt das ganz konkret? Wiederum, China zum Beispiel wirft den USA ganz stark vor, dadurch, dass es kein allgemeines Gesundheitsversorgungssystem in den USA gibt, dass dort auch Menschenrechte nicht eingehalten worden würden, weil die Leute keinen Zugang zu Bildung und medizinischer Versorgung haben. Und so haben wir wieder staatliche Akteure, die eigentlich zu viel andere Intentionen auch haben, dass wir da wirklich, glaube ich, zusammenfinden werden. Ja, und das ist dann jetzt vielleicht ein ganz guter Schlenker, um tatsächlich nochmal konkret über die Gefahren auch zu sprechen, die wir jetzt heute schon haben, weil, wie gesagt, die Diskussion geht immer viel zu schnell in diesen Doomsday-Bereich, von dem wir tatsächlich noch ein paar Jahre, denke ich, in meinem naiven Glauben entfernt sind. Optimistischen Glauben. In meinem optimistischen Glauben sind wir von Doomsday-Clock und KI noch entfernt. Spaß beiseite. Wir haben aktuell einfach schon Gefahren. Es gibt aktuell auch schon Leute, die diese Tools missbrauchen. Da gibt es ein paar sehr konkrete Beispiele für. Wir haben sie auch schon beim letzten Stream, weil es tatsächlich ein relativ ähnliches Thema war, weil wir gesagt haben, hey, geht das vielleicht alles ein bisschen zu schnell? Das heißt, die Frage haben wir sowieso schon letztes Mal in den Raum geworfen. Ich möchte halt nur für das Thema heute nochmal wiederholen. Wir haben schon Sachen wie Deepfake, mit denen Schabernack getrieben werden kann, sei es jetzt Stimmen imitieren über Training, also meine und Renés Stimme sind alleine über die Streams, über die YouTube-Channel und so, sind sehr, sehr wunderbar zu nutzen zum Trainieren. Ich möchte jetzt niemanden auf Gedanken bringen, aber ich nehme lieber uns als Beispiel als irgendwelche anderen Leute. Wunderbar zum Trainieren, da gab es diesen Fall zum Beispiel, wo Scammer dann bei Eltern, bei Großeltern angerufen haben, mit der Stimme ihrer Kinder: Ich bin gerade in Gefahr, du musst mir jetzt viel Geld überweisen, damit ich aus dem Gefängnis raus kann. Ich habe hier eine schwangere Frau angefahren, bla bla bla. Solche Geschichten sind schon passiert. Deepfake-Pornografie ist passiert. Es gibt einfach jetzt schon sehr viele konkrete Beispiele, wie man diese Tools nutzen kann, um wirklich böse Sachen damit anzustellen. Und das sind natürlich auch Themen, über die wir uns jetzt sehr konkret unterhalten müssen. Denn je besser diese Modelle auch werden, je leichter es auch ist, sie selber zu nutzen. Das ist halt das Ding. Habe gerade angefangen, so ein Projekt anzugehen, das wir zum Beispiel auch mal ganz gerne hier im Stream machen wollten, haben wir gesagt. Ich habe es bei jemand anderem gesehen, der zum Beispiel ein Videospiel selber gebaut hat, ohne auch nur die geringste Ahnung von Programmieren zu haben, ohne die geringste Ahnung von Grafikdesign zu haben oder sonst irgendwas, was man sonst so zum Programmieren eines Spiels braucht, weil es mittlerweile sehr zugänglich ist. Also Leute, die auch kein großes technisches Verständnis haben jetzt schon Werkzeuge in der Hand, Technik auszunutzen, um schlechte Sachen zu machen. Und bevor wir jetzt wirklich an Doomsday denken und die KI wird uns irgendwann auslöschen, müssen wir erstmal an diese Sachen denken. Ich habe das gerade im Hintergrund aufgerufen. Genau, es gab jetzt auch die Tage, ich glaube vor 3 Tagen, 4 Tagen, eine Pressemitteilung, genau, 28. März steht ja da, also genau, von Europol, also der eben Strafverfolgungsbehörde der Europa, die eben auch eben eine erste Einschätzung, also die haben wohl ein Art Techniklabor und dort haben sie jetzt einen ersten Bericht veröffentlicht über aktuelle Gefahren, die sich durch die vor allem eben massenhafte Verbreitung und Zugänglichkeit von ChatGPT äußern. Also sie beschränken sich nicht auf ChatGPT, sagen aber, dass das eben ein prominentes Beispiel ist, steht ja auch da Large Language Models als allgemeines. Und da sind auch benannt Cyberkriminalität als das eine, dann Scam, also Betrügereien, und dann
was in die gleiche Richtung geht, ist dann eben das Ganze nachher auch in Richtung vielleicht ja, also Virenerstellung, Virenverbreitung, also Malware, Ransomware, womit eben Systeme infiltriert werden könnten und so weiter und so fort. Also das sind Ihre größten Risiko. Punkte, die Sie in diesen Large Language Models sehen. Genau. Das wollte ich ganz kurz nur erklären, warum ich das gerade im Hintergrund aufgerufen habe. Ja, und auch Falschmeldung, Verbreitung. Also auch das ist jetzt ein Thema, wo wir uns natürlich auch mit MyDMMO, also wo ich halt eigentlich arbeite, eine journalistische Videospielseite, natürlich auch mit beschäftigen. Ne? Also es wird auch mit diesen Tools sehr viel einfacher, einfach falsche Informationen zu streuen, weil sie so unfassbar echt wirken. Jetzt aktuell ist quasi so ein KI-Meme auch rumgegangen. Hast du bestimmt auch irgendwo gesehen, mit dem Papst? Ach so, das, ja, das habe ich mitgekriegt. Ich wollte gerade sagen, ich habe leider die Woche nicht ganz so viel Twitter nutzen können wie sonst. Nee, Ja. aber das mit dem, wenn man so ein bisschen in der Bubble steckt, dann ist man um den Papst nicht rumgekommen oder auch Fake-Bilder von Trump, wie er Das hatten wir gefangen beim letzten genommen Mal ja wird. schon gezeigt, Das hatten wir genau. im letzten Mal und jetzt ganz aktuell ist halt rumgegangen, Bilder vom Papst, wie er coole, also wie Leute ihm einfach andere Sachen anziehen, also coole Hip-Hop-Klamotten und was weiß ich was. Und das war dann halt so ein bisschen Witz-Meme-Material aus der KI-Bubble. Wo man auch sehen kann, warum die Kunst vielleicht doch nicht ganz so schnell sterben wird, weil einigen Leuten auch ein bisschen was an Imagination, an Fantasie fehlt, um sich andere Sachen ausdenken zu können, als ich ziehe den Papst jetzt lustig an. Das war zum Beispiel sowas und das sieht natürlich auf dem ersten Blick sieht sowas alles schon sehr, sehr echt aus. Und das sind jetzt so übertriebene Sachen teilweise, da weißt du natürlich schnell, okay, das kann jetzt nicht so ganz stimmen. Aber wenn man es subtiler macht, stimmen, also Identitätendiebstahl, alles solche Sachen, mit denen wir halt jetzt gerade zu kämpfen haben. Und da brauchen wir halt auch Lösungen für, über irgendeine Art von KI-Flagging oder was weiß ich was, ne, dass halt auch einfach KI-erstellte Inhalte gerade im News-Bereich irgendwo auch geflaggt sein müssen, im Sinne von, wurde mit KI erstellt in irgendeiner Form. Ich denke auch schon an kleinere Sachen wie Social Media Filter. Ne? Also auch so Sachen wie TikTok. Das war's. TikTok. Ich habe an TikTok gedacht. Ihr habt ja sicher auch diese TikTok-Filter einfach schon gesehen, wo dann dieser perfekte Beauty-Filter drauf lag und oder Leute um 20 bis 30 Jahre jünger haben aussehen lassen, also 60-Jährige, die wieder aussehen wie ein Teenager. Das ist jetzt vielleicht nicht im verbotenen Bereich, aber es ist ja auch etwas, was mit uns Menschen etwas macht. Ich sag mal, ich bin damit aufgewachsen, dass ich vielleicht die Bravo gab, wo gefotoshoppte Models drin waren, was auch schon schwierig genug war. Oh mein Gott, die sehen ja alle gärtenschlank aus und ich mit meiner normalen Figur sehe irgendwie aus wie ein komischer, also damals dann vielleicht nicht als normale Figur gefunden, komischer Blob oder so. Und das sind ja auch Technologien, die einfach sehr viel extremer werden, unser Selbstwahrnehmungsbild zu ändern. Also über diese Beauty-Filter und die sich auch immer über Machine Learning immer, immer besser werden, dem Gesicht anzupassen und subtiler werden. Also auch da denke ich auch viel drüber nach, ob wir da nicht halt auch ein Flagging für brauchen. So, ja, das ist jetzt hier ist definitiv irgendwie mit KI rumgedoktert worden, wo ich gerade auch an sehr junge Menschen einfach denke. Also gerade wenn ich jetzt an unsere jetzige Kindergeneration denke, bis zu 12 Jahre alt, die werden in einer ganz anderen Welt aufwachsen als wir. Die werden anders lernen als wir, anders Medien konsumieren als wir. Und auch da müssen wir einfach Antworten für finden. Ich gucke jetzt gerade noch mal ganz kurz durch den Chat. Ja, okay, Fake-Anrufe, dass das klappen kann. Genau, also das ist übrigens auch das, wo das ist dann vielleicht das zweite Thema, was wir heute noch aufmachen wollten, dass in Italien, da ist ja jetzt ist ChatGPT gebannt worden, weil Italiener alle natürlich nicht wissen, wie man VPN benutzt. Und die haben gerade auch als Argument dafür gebracht, den Datenschutz und auch Jugendschutz.
Und ja, also Italien, wie gesagt, Datenschutz, Jugendschutz haben sie ganz groß als Thema einfach gemacht für diesen Bann, weil sie auch gesagt haben, hey, da sind jetzt unter 13-Jährige oder so, die halt auch ChatGPT nutzen können und Inhalte sehen. Ich muss sagen, auch das Statement aus Italien ist halt auch wieder so ein bisschen schwierig, bisschen oberflächlich. Also das geht halt auch ganz klar so in die Richtung, wo ich halt auch wieder mich frage, so ja, aber was genau wollt ihr denn jetzt eigentlich damit? Weil wie gesagt, wenn du jetzt halt ChatGPT in Italien verbietest, Leute können VPN benutzen, sich trotzdem immer noch easy einloggen, wirkt für mich so ein bisschen so von ganz weit außen betrachtet wie eine etwas komische Kurzschlussreaktion, die ich noch nicht so ganz verstanden habe. Also schon auch mit den Begründungen, wir brauchen eine Pause, dies und das, aber ja. Weiß nicht, wie hast du das empfunden, René? Die Italiensperre. Also zum einen, glaube ich, ist es kleiner, als es in manchen Sachen dann groß gemacht wurde. Ich glaube, dass, also ich hatte gelesen, dass zum Beispiel Italien insgesamt in Europa recht führend ist mit ihrer Datenschutzbehörde und da recht viel auch in bestimmte Sachen vorgeht und auch Firmen ermahnt oder auch abmahnt. Aber dadurch, dass ChatGPT eben in aller Munde ist, wird es eben dann auch hier, Beispiel von, das hattest du ja rausgesucht, den Link, ich glaube mal kurz übertragen hier von der Tagesschau, selbst von denen aufgegriffen. Ich glaube, es ist ein relativ bürokratischer, formaler Akt in dem Fall erstmal, weil genau am 20. März gab es ja diesen Leak, dass Daten dort sind. Nach meinem Verständnis hat tatsächlich OpenAI die DSGVO-Grundverordnungssachen nicht eingehalten. Das heißt, die Art, wie sie auf den Leak reagiert haben, war nicht okay für europäische Gesetzgebung. Deswegen ist auch die Behörde wohl dadurch dann erstmal so richtig aufmerksam geworden und aktiver geworden. Und dann kam genau das dazu, dass sie sagten, hey, es gibt ja keinen Age Gate, also keine Altersverifizierung. Ich verstehe das, wie gesagt, ich sehe das sehr als bürokratischen Akt. Da gibt es eine Behörde, die hat eine Aufgabe, dieser Aufgabe geht sie nach. Wie sinnvoll und auch effektvoll oder effektiv das Ganze ist, kann man darüber streiten, weil aktuell kann wirklich ChatGPT kann nichts wiedergeben, was ich nicht im Internet mit zwei, drei Suchanfragen leider direkt finde. Oder vielleicht auch ne, auf Reddit oder auf anderen noch viel ja, schwierigeren Boards und so weiter und so fort oder eben auf YouTube, auf TikTok. Und ja, ich muss mich bei YouTube anmelden und sagen, ich bin älter als 13, was aber auch nicht geprüft wird. Und das ist dann wieder so, ja, es hat mal jemand angegeben, man sei älter als irgendwas, aber wie, auch da wieder, das ist immer so ein bisschen nach dem Gesetz und Papier ist man, hat man dem Genüge getan, aber in der Ja, Wirklichkeit geht das halt und an den Realitäten vorbei. das auch nicht nur jetzt für, ja gut, allgemein gebräuchlich sind die wahrscheinlich auch, aber bei Pornoseiten genau das Gleiche. Ist ja auch nur, oh, bist du älter als 18? Ja, viel Und das ist Spaß halt, damit, ne? so ein bisschen genau. Und das andere, was eben auch ist, genau, du hast es angesprochen, VPN. Soweit ich aber eben die Behörde verstanden habe, also sie haben ja ein sehr offiziell, also sehr langes Statement auch veröffentlicht auf Englisch und auf Italienisch, was auch schon zeigt, dass sie durchaus eine Signalwirkung. Ich glaube, das war auch so ein bisschen so ein Schuss von Bug. Also ich glaube, sie wollen sich da auch einfach positionieren und auch sichtbar sein, seien ja auch durchaus gegönnt. Aber ich glaube, das war so ein bisschen in diese Richtung. Wir wollen einfach mal hier auch zeigen, wir haben auch Möglichkeiten. Langfristig ist das kein gutes Modell, weil zum Beispiel, soweit ich es jetzt verstanden habe, sind bestimmte Einrichtungen, zum Beispiel auch Forschungseinrichtungen, nicht ausgenommen. Das heißt, es wäre Beeinträchtigung der Forschung, was in Europa stark geschützt ist. So allgemein auch Zugang von Journalisten zu allen möglichen Quellen sollten nicht beeinträchtigt werden. Wären sie aber, soweit es jetzt, weil OpenAI hat nämlich einfach alle IPs aus Italien erstmal blockiert. Also sprich, jeder, der es nutzen will, muss dann über Umwege es nutzen. Und das ist immer keine so gute Herangehensweise. Also es ist ja eher was, was wir aus Staaten wie eben Iran oder China oder so kennen, die eben oder Russland die ganze Teile des Internets wegsperren. Das finde ich halt, hat so ein bisschen so ein Geschmäckle, Ja. wo man vielleicht auch hätte etwas anders reagieren können. Wie gesagt, ich verstehe es. Die Effekte werden sich, glaube ich, aber auch im Grenzen halten. Und man muss jetzt gucken, inwieweit OpenAI, das wird ja spannend, weil
Die EU als Ganzes, jetzt nicht Italien alleine, aber die EU als Ganzes hat eine ganze Menge Macht mittlerweile über Tech-Unternehmen. Also vieles, was Datenschutz angeht, profitieren jetzt amerikanische User durchaus auch von manchen Entwicklungen, weil eben Facebook und Co. oder auch Amazon und Microsoft und Google sich nach europäischen Richtlinien verhalten müssen und dadurch dann aber ihre Produkte insgesamt verändern und anpassen und so weiter und so fort. Und hier, glaube ich, ist das, wird das halt mal sehen, wie weit wird OpenAI sich internationalen Regulierungen eben im Bereich Datenschutz, Copyrights und so weiter auch ein Stück weit unterordnen und einordnen. Und ja, von daher wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass irgendwie ein Land dort erstmal ein paar Warnschüsse abgibt. Wäre so meine Prognose. Nee, ich gehe auch davon aus, dass wir noch ein bisschen mehr in der Richtung sehen werden, wo es halt auch spannend wird, wie einfach OpenAI auch damit reagiert. Aber das ist auch, was ich im Prinzip mit der Kurzschlussreaktion meinte. Es ist halt alles nicht so ganz durchdacht, gewiss auch bürokratisch. Und ja, du zwingst halt auch die Leute einfach wieder damit, dann Wege zu finden, diese Sachen zu nutzen, die dann wieder auch komplett unreguliert sind oder irgendwie vielleicht auch shady Richtung, weil wer halt einmal tiefer mit diesen Tools gearbeitet hat, der will sie nicht wieder abgeben. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der einmal verstanden hat, was er mit ChatGPT machen kann und wie es sein Leben erleichtern kann, dass irgendjemand gesagt hat, so, ja, nö, ich würde von heute auf morgen gerne wieder drauf verzichten wollen. Also wenn es jetzt, sage ich mal, in Deutschland so wäre, dann würde ich auch da sitzen und sagen so, okay, dann finde ich schon andere Wege, es zu nutzen. Ne? Also, da vielleicht nochmal ganz kurz zurück hier, weil die Europol haben halt auch Empfehlungen ausgesprochen, wie zum Beispiel Strafverfolgungsbehörden jetzt damit umgehen sollen. Die Empfehlungen finde ich auch alle sehr sinnvoll, während zum Beispiel auch manche Beispiele nicht ganz so sauber kommuniziert sind. Was meine ich mit sauber kommuniziert? Es wird eben zum Beispiel behauptet, dass mit ChatGPT und Sprachmodellen sehr leicht eben Schadcode, also, ne, also Malware, Ransomware und so weiter erstellt werden kann oder Viren. Und das stimmt schlicht nicht. Also es ist viel leichter über das normale Internet, über Foren, über das sogenannte Darknet, also über bestimmte andere Bereiche des World Wide Webs, halt an Informationen zu kommen, die teilweise wirklich mit einem Klick zu erreichen sind und fertig, lad dir irgendein Skript runter und kannst du loslegen. Weil aktuell Code-Generierung kann nur wirklich gut GPT-3 mit Codex und eben jetzt GPT-4 und GPT-3.5 mit ChatGPT. Das heißt, die anderen Sprachmodelle können das gar nicht oder nicht gut. So. Es gibt auch keinen, der in dem Bereich so nachziehen kann wie OpenAI. Also ihre größte Stärke ist wirklich dieses Erstellen von Code. Und ChatGPT ist zum Beispiel, muss wirklich stark versucht werden zu umgehen, um Schadcode zu erstellen. Und selbst dieser Schadcode ist noch so, also da muss man so viel rumprobieren, ausprobieren, Fehlerkorrekturen machen, dass immer noch das normale Internet 10-mal schneller, einfacher und damit auch gefährlicher ist. Die Perspektive ist klar, wenn sich GPT-5, GPT-6 weiterentwickelt und ich wirklich ganze Programmteile sofort per Knopfdruck generiere, dann kommen wir in den Bereich. Aber aktuell ist dieser Bereich nicht wirklich so kritisch. Und nochmal, wie gesagt, im Vergleich zu denen. Und das hatte ich beim letzten Mal oder auch beim vorletzten Mal auch schon gesagt, ich sehe immer noch so, manchmal habe ich das Gefühl, dass so getan wird, als sei das Internet jetzt ein guter Raum, also ein gutes Umfeld. Und jetzt kommt die AI und macht dieses gute Internet auf einmal gefährlicher und schlecht. Und das finde ich eine sehr irreführende bis hin zu auch, das ist wirklich eine naive Perspektive, weil für mich ist das Internet in den letzten 5 Jahren, Entschuldigung, eine ganz schöne Jauchegrube geworden oder vielleicht auch in den letzten 10 Jahren. Also alle negativen Dinge, die wir gesehen hatten, hatten nichts mit KI zu tun. Und da sollte dann geguckt werden und nicht jetzt eben so wieder, das ist ja auch ein bisschen dieses, guckt nicht zu sehr auf den AI-Hype, weil der macht noch gar nicht so viel Schlimmes, sondern guckt auf das, was jetzt schon in den letzten 10 Jahren nicht gut kontrolliert, nicht gut nachverfolgt werden konnte. Ne, du hattest es ja auch mal erzählt, wie schwer das ist, auch zum Beispiel für Redaktionen, Community-Management durchzusetzen. Also ganz einfach Hausregeln durchzusetzen, wenn jemand auf die Plattform kommt. Ich kenne das selbst noch, ich war mal Community-Manager für GameStar und damals hatten wir eben zum Beispiel auch Leute, die
nicht nur Hassbotschaften, sondern Drohungen, also richtig, richtig strafbare Tätigkeiten. Ja? Und es war ein super Aufwand, bis hin zu am Ende doch keine richtige Handhabe zu kriegen, weil man eben doch nicht über IP-Adressen an wirkliche echte Adressen rauskommen kann, weil doch eben jeder sich 1000 E-Mails immer leicht erstellen kann und Zugangsdaten immer wieder erstellen kann oder eben seine IP verschleiern kann. Und da, finde ich, haben die Staaten viel versäumt und da ist zum Beispiel auch, würde ich sagen, da muss schneller was passieren. Wir brauchen Systeme, dass bestimmte Plattformen, eigentlich jede Social-Media-Plattform braucht Authentifizierungssysteme. Also dass wirklich echte Menschen, weil das ist ja auch was, wir haben kein Problem mit Bots, die Desinformation verbreiten, egal ob das jetzt ein normaler Algorithmus-Bot ist oder ein AI-Bot ist, wenn wir Bots besser raushalten können aus menschlicher Konversation. Aber das konnten wir eben schon mit den Bots nicht. Und jetzt kommen stärkere Bots, aber die machen das Gleiche, was wir jetzt schon nicht, also deswegen, das ist immer meine Perspektive so ein bisschen, wir haben Probleme und an denen muss wirklich viel mehr gearbeitet werden und nicht dann wieder jetzt so, aber guck mal, die AI, die ist jetzt böse oder diese Tools, sondern das jetzt ist schon ganz schön schwierig. Ja, Mufshu sagt es gerade auch in den Kommentaren, dass es eigentlich nur Probleme aufzeigt, die wir schon lange haben. Und deswegen finde ich auch, das, was wir am Anfang gesagt haben, ist dann vielleicht ein guter Zirkelschluss beziehungsweise ein guter Kreislauf, bevor wir nochmal über das andere öffnen, wo wir darüber gesprochen haben, ob wir das überhaupt heute machen wollen, ob wir uns das überhaupt zutrauen. Ja. Deswegen der Brief. Debatte führen, ja, schön und gut, aber sie darf halt nicht fehlgelenkt sein auf, oh, wir müssen auf die Doomsday-Clock gucken. Nee, wir müssen gerade auf andere Sachen gucken, da bin ich auch vollkommen bei dir. Und das ist zum Beispiel genau, weil das ist eben dieser Punkt, zum Beispiel aus dieser Forschergruppe, die ich vorhin erwähnt habe, die zum Beispiel sagen, wir müssen auf Energie gucken auch, also zum Beispiel tatsächlich, dass der Energiekonsum steigt. Also jetzt nicht eben nur für sowas wie AI, sondern allgemein der weltweite Energiekonsum steigt massiv durch Consumer Electronics, weil eben jeder auf der Welt, finde ich auch zu Recht, Anspruch und auch Anrecht auf ein Smartphone irgendwie haben will und hat oder auf einen Computer und auf Internetzugang. Datenzentren werden immer größer und so weiter. Da zum Beispiel UNESCO hat falsche Zahlen veröffentlicht. Das zeigt dann auch wieder so ein bisschen, nicht nur KIs machen Fehler, sondern auch Institutionen, weil da wurde zum Beispiel angedeutet, dass 10% der Energieverbrauches jetzt schon für Data Extraction benutzt wird. Das stimmt aber nicht. Aber auch da wieder perspektivisch, 2030, 2040 sind das Themen. Und dann ist es eben die Frage, wie wird heutzutage Software entwickelt? Wie werden Trainingsdaten erstellt und kontrolliert? Wo ich weiterhin der Meinung bin, da müssen zum Beispiel Staaten oder öffentlich-rechtliche Institutionen, also wir brauchen sowas wie eben ARD, ZDF, brauchen wir für Daten. Das müssen nicht nur Sachen für KI-Daten sein, sondern es können auch Gesetzesdaten sein oder Bürger, also nicht Daten von Bürgern, sondern die Bürger brauchen, um in einem Staat wie zum Beispiel Deutschland sich besser zurechtzufinden, dass das besser aufbereitet, zugänglich, übersetzt, richtig übersetzt, verständlich gemacht wird. Das, finde ich, sollte in die Hoheit des Staates gehen, nicht nur in einzelne Forschungseinrichtungen oder einzelne Nichtregierungsorganisationen, sondern da sollte, finde ich, hatten wir auch schon, so wie es Großbritannien angekündigt hat, ich glaube jetzt auch, ich weiß gar nicht, Kanada oder Australien hatten das, was Ähnliches jetzt auch, was sie machen wollen, dass das sollte passieren. Damit zum Beispiel auch Daten nicht erstellt werden von Leuten, die halt für einen Hungerlohn, weiß ich, in Afrika und Asien sitzen, um eben Systeme für Facebook, für OpenAI, für Microsoft, für Google machen. Weil das ist aktuell gang und gäbe, dass eben solche Tätigkeiten ausgelagert werden, eben zu Ländern, wo ja, Gehalt oder auch Lohn deutlich niedriger ist. Und das müsste auch transparent sein. Und das, finde ich, gehört auch in diese Selbstregulierung eigentlich rein, dass dort allgemein alle Social-Media-Plattformen müssten offenlegen, wie funktioniert ihr Community-Management? Was benutzen sie dort? Was wird von Algorithmen wirklich gesehen? Was wird von Menschen gesehen? Was bedeutet das? Und vielleicht müssten wir da auch dann mal anfangen, dass wir sagen, bestimmte Dinge auf Social-Media wollen wir so gar nicht mehr haben. Oder auch diesen, also dieses jeder darf posten, was er will, wann er will, wie er will. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Entwicklung war in den letzten 15 Jahren so ungefähr, aber gut, anderes Thema. Ja. Sowohl als auch. Aber da ist ja schon so ein bisschen vorgegriffen, denn wir haben gedacht, dass wenn wir
einmal mit der allgemeinen Diskussion durch sind, was den Brief angeht, was Italien angeht, was die Leute nochmal so dahinter angeht und die Beweggründe. Fand ich übrigens auch eine sehr schöne Idee von dir mit der Chart. Mal so ein bisschen das Gedankenspiel zu machen. Was würden wir denn jetzt besser machen wollen? Also, weil dieser Brief sowohl die Forderung aus Italien als auch die Forderung aus diesem Brief, die ist halt sehr darauf fokussiert auf, ja, wir möchten jetzt erstmal einen Stopp, aber wir sagen eigentlich nicht so richtig, was wir möchten und was wir jetzt besser finden würden. Und wir möchten einfach mal einen Versuch wagen, mit euch gerne auch zusammen. Also beteiligt euch gerne einmal hier im Chat rege. Mich interessieren da auch eure Gedanken sehr, was ihr zu diesem Zeitpunkt gut finden würdet, wie wir jetzt eigentlich hier als Menschheit weitermachen sollten. Danke für das Lob, Farundas. Und ach, bevor ich es vergesse, ich habe gerade gesehen, dass ich weiß nicht genau, wer es war, aber anscheinend von Maurice Mod-Team sind gerade sehr viele Leute hier, wo Maurice in Japan gerade herumtrudelt. Und du hast auf jeden Fall auf Discord einmal geteilt, dass wir hier gerade streamen und vielleicht ein ganz gutes Ersatzprogramm sind. Einmal danke dafür und danke, dass ihr ja zahlreich aus Maurice Stream dann erschienen seid. Gesagt, wenn der Oberlord Maurice gerade sowieso in Japan ist, dann könnt ihr natürlich auch einfach genauso gut hier sein. Müssen wir ausnutzen, wenn er Urlaub hat, genau. Genau, müssen wir ausnutzen. Und ich möchte an dieser ganzen Stelle ganz klar sagen, zumindest für mich, ich sage nicht erst recht nicht von mir, dass ich hier für irgendwas eine tolle Lösung oder sowas habe. Und dass ich genug weiß, um hier eine tolle Lösung zu haben, aber ich möchte halt gerne einfach mit euch den Versuch zusammen auch starten. Weil ich das immer besser finde, als einfach nur zu sagen, ich finde es doof und ja. Wir wollen ja am Ende eigentlich nur, dass wir wieder in 2 Wochen sagen können, guck mal, das, was wir hier, Wir genau, wir haben das empfohlen und das wurde dann gemacht und das ist eigentlich das, was wir in Wirklichkeit wollen. Nein, ja. aber Scherz beiseite, aber genau, ich muss mal kurz gucken, wie man es am besten hier darstellt, dass ihr es gut lesen könnt, so glaube ich. Genau. Ja, ich Genau, die Idee von uns beiden war einfach, dass wir selbst mal ein bisschen unsere Gedanken auch sammeln. Wie ihr es ja gesehen habt, dass wir uns selbst auch ein bisschen einordnen. Wo stehen wir eigentlich bei bestimmten Punkten? Wir haben uns vielleicht auch entwickelt durch die Beschäftigung davon, weil das war ja unsere Grundidee, dass wir über Sachen reden und vielleicht dadurch dieses Reden und Ausprobieren auch, ja, sogar vielleicht einen Tick schlauer werden, als wir vielleicht vor 3 Monaten waren, und dadurch dann auch gerne unsere Positionen aktualisieren und vererweitern. Deswegen vielleicht mal so ein bisschen genau, was würde, wenn es nach KI und Mensch geht, was sollte die Menschheit tun, damit es eine positive Entwicklung gibt? So. Max, hast du was gerade, was ich sonst. es gibt ein Ding, das bezieht sich auch noch mit auf das Thema, was wir gerade hatten, dass wir eigentlich nochmal den Schritt eigentlich zurückgehen müssen und bevor wir uns KI angucken, den Rest angucken müssen. Und das ist Medienkompetenz quasi ab der ersten Klasse in der Schule. Da gerade die Bildungseinrichtungen hängen da auch noch nach wie vor krass hinterher. Bei Medienkompetenz, also Schülern und Schülerinnen, also nicht mal der vernünftige Umgang mit dem Internet und welche Gefahren da lauern und was man da halt machen kann. Würde Das ist aber ja schon nicht vorhanden. völlig zustimmen. Ich würde es nur weiterfassen, weil ich glaube, das braucht die ganze Bevölkerung. Wie du schon sagtest, mit diesen Fake-Sachen. Ja. Also tatsächlich irgendwie, es müsste, ich weiß nicht, ob es sowas schon mal gab, aber es müsste Wege und Kanäle geben, wo Leute sich über Technologieentwicklungen kostenlos aus bilden oder auch informieren lassen können. Ja, und es auch auf einer Ebene machen, die die Leute auch wirklich abholt, weil das ist ja so dieses Problem, was ich mit dir ja auch schon mal durchgekaut habe, ist, wie schwierig es aktuell, auch gerade wenn wir bei KI jetzt einmal bleiben, wie schwierig es ist, wirklich die aktuellen Ereignisse zu verstehen, wenn man selber keinen technischen Hintergrund hat. Also ich beschäftige mich halt mit Technik schon. Habe aber selber nicht programmieren oder was weiß ich was gelernt. Und ich musste da jetzt schon sehr viel Wissen einfach nochmal nachholen, aufholen, um bei bestimmten Nachrichten zu dem Thema folgen zu können. Deswegen
ist es ganz wichtig, dass man es dann eigentlich, was ja auch die Idee von diesem Channel war, ist auch den Menschen runterzubrechen und wirklich Leuten auch klar zu machen, was hinter diesen Entwicklungen steht und es ihnen auch schmackhaft zu machen, weil Technik wurde mir auch schon, ich meine, klar, wir haben halt so Fächer wie Informatik oder so gehabt, aber es wird auch immer so dröge und ja, so technisch alles erklärt, dass wer auch nur ein bisschen Probleme hat, bei sowas zu folgen, der schaltet halt ab und versteht es nicht. Ja. Das finde ich problematisch. Also einfach tatsächlich zu gucken, inwieweit das weder verteufelt noch euphorisiert irgendwie behandelt wird, aber tatsächlich zu zeigen, wie geht man damit um. Weil ich erinnere mich, hatte irgendwie vorhin noch kurz dafür nachgedacht, es gab sowas Ähnliches damals als, ja, ich komme noch aus einer Welt, da gab es noch keine EC-Karten. Oder nur ganz wenige hatten sowas. Also, oder auch Kreditkarten war es ja in Deutschland noch weniger verbreitet damals. Und wo dann die Diskussion anfing, aber bargeldloses Zahlen, das ist doch total gefährlich. Das kann ja dann jeder, ne? Weil irgendwie Geld, was man in der Hand hatte, wirkte als sicher. Und etwas, was man digital einfach irgendwie, ne, aus so einer komischen Karte raus überweist, galt als leichter zu hacken, zu knacken, zu manipulieren und so weiter und so fort. Und da war es eben auch so, dass eben alle Beteiligten, die das natürlich auch einführen wollten, aber damals glaube ich auch Staat, halt große Informationskampagnen gestartet hatten, die eben zeigen sollten, um eben Vertrauen aufzubauen in diese Technik. So, also das ist ein bisschen, glaube ich, was wir brauchen, ist halt, ja, Vertrauen damit aufbauen, dass es A von Leuten verstanden wird und dass es auch von Leuten kontrolliert wird. Ja, oh, ich würde bei Medienkompetenz auch noch mal ausweiten wollen. Kriminalitätsinstitute, Polizei, das ist ja auch ein ganz großes Thema, was wir auch haben, wo ich in der Arbeit auch in Berührung mitkomme, dass Strafverfolgung im Internet halt auch super schwierig ist, weil viele sich einfach nicht auskennen. Also denen man dann auch erstmal erklären muss, was überhaupt ein Twitter oder was ein keine Ahnung, was eine Community im Internet ist. Also auch da gibt es wirklich ganz extreme Lücken, die es sehr schwierig machen, auch Straftäter im Internet zu verfolgen. Ein bisschen das, was vorhin meinte, genau, wenn wir allgemein besser illegales Verhalten im Internet begrenzen oder auch sogar bestrafen könnten, würde natürlich auch die Schwelle erhöht werden, dass Leute halt jetzt mit neuen Tools noch schlimmere Sachen machen. Hier wäre ich dann zum Beispiel auch die, ne, ich nenne es jetzt mal einfach die Tech und das ist ein bisschen das Gleiche, aber um es ein bisschen deutlicher zu machen, Internet Unternehmen müssen, ich zumindest, also weiß ich nicht, deutlich mehr in Sicherheit investieren. Und auch selbst dagegen eigentlich vorgehen oder eigentlich auch die Auflagen bekommen. Also, was ich damit ein bisschen meine, ist, kann es eben immer noch sein, dass Google, also Google Mail oder auch einen Gmx oder wie sie alle heißen oder ein Hotmail, nee, gibt es das noch, keine Ahnung. Also, dass eben so viel Spam und Scam überall verbreitet werden kann. Warum nutzen diese Leute nicht ihre Algorithmen und Systeme, um eigentlich das besser zu regulieren? Wir hatten das ja auch damals, dass zum Beispiel auch Fake-Werbung, also auf Googles, also Google ist der größte Anbieter der einer digitalen Werbeplattform im Internet, sogenannte Google Ad Manager. Und über diese größte weltweite Plattform wurde massiv Werbung verbreitet, die Schadsoftware oder falsche Links und irreführende Links verbreitet hat. Und kein, Entschuldigung, wenn ich das so sage, keine Sau, also auf juristischer, legaler Weise, interessiert sich dafür, dass die Firma dafür haftbar gemacht wird, dass sie über ihre Werbeplattform das verbreitet. So. Und wenn zum Beispiel, das meinte ich vorhin ein bisschen, wenn eben ein YouTube, ein TikTok, ein Facebook, ein Google mehr haftbar wären, einfach klassische Haftbarkeitsregeln für das, was über ihre Systeme weitergetragen wird. Hat man jetzt auch gesehen, ne? TikTok hatte ja dann reagiert und erstmal gleich gesagt, hier irgendwie Klonstimme, also geklonte Stimmen und bestimmte Sachen, Deepfakes, werden jetzt komplett gebannt. Ja, genau. Ihr müsst halt tätig werden, dass ihr bestimmte Sachen auf euren Plattformen besser im Schach haltet. Ja, in dem Zusammenhang, weil du gerade TikTok erwähnt hast, ich hatte es vorhin auch einmal ganz kurz gesagt, weil
diese KI-Filter dann auch, die sehr leicht anzuwenden sind, wie Deepfake, egal ob jetzt über Stimme, über Aussehen, die einen auch Beauty-Filter und was ich was, auch für Nachrichten irgendeine Art von Flagging werden wir auf jeden Fall brauchen. Eine Art von Flagging auch im Internet, keine Ahnung, ob direkt schon auf dem eigenen Smartphone vorinstalliert oder so, aber es muss irgendwie deutlich sein, welche Inhalte über KI erstellt wurden. Vor allem halt auch im News-Segment, ne, wo halt auch ganz transparent irgendwo ist, dieser Artikel wurde mit einer KI zusammengefasst, wo halt auch wirklich mit beisteht, was genau ist denn jetzt KI manipuliert. Keine Ahnung, dieser Guide wurde mit einer KI erstellt oder was weiß ich was oder ja, und da braucht es natürlich dann auch Regularien für, ab wann muss halt so ein Filter greifen oder nicht. Also ein aktuelles Beispiel von mir ist zum Beispiel, dass ich mir Interviewfragen auch mit ChatGPT erstellen lasse, wenn ich Leute interviewe. Nutze ich diese Tools halt auch, um mir bei Interviewfragen helfen zu lassen, aber ich führe letztendlich noch das Gespräch und gebe mir nur eine Hilfestellung, sage ich mal. Deswegen für mich halt auch ganz, gerade auch für meinen Job, ganz oft die Frage so, ab wann würdest du eigentlich es für richtig empfinden, nach meinem ethischen Gewissen, sage ich mal, etwas zu flaggen oder nicht, auch schwieriges Thema. Diskutiert werden, das hatten wir ja auch schon mal, ne? Eigentlich müssten nicht auch retuschierte Fotos auf Zeitschriftencovers oder solche Sachen halt oder auch Dinge da irgendwie, da muss man irgendwo, glaube ich, einen guten, vielleicht auch respektablen Mittelweg finden. Und wie du gerade sagst, zum Beispiel als Recherchetool würde ich zum Beispiel nicht unbedingt kennzeichnen, wenn aber der Inhalt als solches darauf basiert, dass die Expertise aus der KI kommt, sollte es gekennzeichnet werden. So, also das ist eben einfach die Quelle immer. Ne? Das ist ja eh im redaktionellen Tätigkeitsbereich, sollte es ja immer wichtig sein, die Quelle deutlich zu machen. Also wer hat das gesagt? Woher wissen wir das, was wir hier gerade berichten? Und in dem Bereich. Aber auch da wieder Social Media. Instagram tut nichts gegen die massenhafte Verbreitung von KI-Bildern auf ihrer Plattform mit eben Gesichtern, Personen, die bekannt sind und so weiter und so fort. Also weil eben Leute damit Stable Diffusion-Modelle selbst trainiert haben und so weiter und so fort. Die Plattform wird damit ja nach und nach geflutet, aber solange es Klicks und damit Werbung gibt, tut Meta nichts. So. Ja. Erst wenn sie einen Schaden erleiden, tun sie was. Und das ist zum Beispiel, wo ich ihm sagen würde, da müsste mehr gegen Big Tech vorgegangen werden, wo man wirklich mehr sagt, Leute, es reicht jetzt, wir sind 2023, wir sind nicht mehr 2010 oder 2005, der wilde Westen, das Internet ist vorbei. Wir müssen mal hier irgendwie ein bisschen gucken, dass ihr für eure eigenen Plattformen mehr Haftung übernehmt. So. Wollen wir ein bisschen auf den Chat mal gehen, was da noch? Ja, ich sehe es hier nämlich gerade als Frage formuliert von Haikiki, sind Hausarbeiten noch als Prüfungsleistung akzeptabel? Also daraus bildet sich eigentlich auch die Maßnahme Reformierung des Bildungssystems, weil Fortbildung, Weiterbildung, generelle Bildung wird mit KI halt auch ganz anders aussehen als das, was wir halt in der Schule noch gelernt haben. Also da muss es irgendeine Art von Reformierung geben, die diese Tools mit berücksichtigt, wo auch andere Prüfungsleistungen einfach wichtiger werden. So. Ja. Eine Sache hat man noch nicht drin. Ich weiß nicht, ob man die sogar als erstes braucht. Wir brauchen, also mein Vorschlag wäre, ich weiß nicht, ob es wirklich auf die Platz 1 gehört, aber wir brauchen irgendeine Art von, weiß ich nicht, Institution oder Gremium, die eben sich auch dieses Vertrauen erarbeiten kann, wo die Leute dann sagen, okay, wenn die eine Empfehlung abgeben, dann folgen wir dem. Gerade in Zeiten, wo eben die Leute ganz wenig Vertrauen noch in Expertengremien haben, ist das wahrscheinlich das Wichtigste, aber auch das Schwierigste. Ja, ich denke, es wäre halt so eine Art von Ethikgremium. Wo ich dann eben das, was ich heute schon ein paar Mal gesagt habe, was ich als sehr wichtig empfinden würde, dass so ein Gremium auch aus sehr vielen unterschiedlichen Menschen besteht, mit unterschiedlichen Hintergründen. Also nicht einfach nur Leute, die irgendwie mit Tech in Berührung gekommen sind, sondern meinetwegen auch die... Wer schreibt?
Von Pflegepersonal über Bildung, über handwerkliches Personal in irgendeiner Form, wo eigentlich alles, ja, wo sehr viele Hintergründe einfach über genau diese Themen diskutieren. Und das, so ein Ethikgremium würde ich tatsächlich auch tatsächlich eigentlich an erster Stelle sehen. Ist halt nicht, es gibt ja in Deutschland diesen Ethikrat. Ich kann mir keine Meinung darüber wirklich bilden. Ich weiß nicht, wie gut oder erfolgreich der bisher in der Vergangenheit ist. Wenn ich immer an Ethik denke und höre, kommt es mir manchmal ein bisschen sehr philosophisch dann vor. Also da würde ich tatsächlich ein bisschen, ja, wirklich eher auch ein breiteres Spektrum der, ne, immer der auch, was bedeutet es und der Praxis irgendwie drin wünschen. Ja, also Ethik, mir fällt halt gerade kein anderes Wort ein. Also es ist halt das, wo es noch am ehesten halt drauf hinausläuft, im Sinne von, wie gehen wir eigentlich mit diesen Tools um, wie verändern sie uns, was für Antworten müssen wir darauf haben. Und mir fällt gerade einfach kein besseres Wort dafür ein, als sowas wie ein Ethikgremium. Also ja. Nee, ich wollte gar nichts gegen das Begriff. Ich sagte nur deswegen Ethikrat jetzt, ob die eben, ne, inwieweit ist Ach dort. so, ja, mit dem Ethikrat habe ich mich tatsächlich auch noch nicht tiefer auseinandergesetzt. Ich wühle mich aktuell immer noch durch deren Empfehlungen und ich muss ganz ehrlich sein, mir war der vorher auch gar nicht bekannt. Ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Der ist Doch, ich mir hatte jetzt auch den. erst so richtig ins Bild gerückt worden über diese KI-Geschichte. Die waren auch aktiv, eben, wo es um dieses, wie gesagt, auch hier in Stammzellenforschung und Klonen und genetische Veränderungen zum Beispiel von Nutzpflanzen. Also die sind schon, gibt schon eine ganze Weile, aber eben, ich weiß eben nicht, wie gut das ist. Am Ende muss man auch mal akzeptieren, dass alles seine Begrenzungen und Schwächen oder so hat. Ich glaube nur, dass eben ein Rat, der alles bespricht, nicht so richtig hilfreich ist, sondern wir bräuchten eigentlich irgendwie ein bisschen spezialisiertes, und wenn es nicht auf AI spezialisiert ist, einfach auf Tech allgemein. Also wie wirken sich Zukunftstechnologien auf ja, alles Mögliche von Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Soziales und so weiter ein, und nicht eben so ein, wir werden alle Themen irgendwie beackern, weil ich glaube, dann wiederum ist auch diese Akzeptanz und das Vertrauen nicht so stark gegeben, dass die Leute wirklich sagen würden, okay, da sitzen wirklich die richtigen Leute. Ja, das ist schon richtig. Also du brauchst eigentlich schon quasi wieder so. Ja, auch so Gremium, Arbeitsgruppen heraus, die sich dann mit unterschiedlichen Bereichen dann wieder beschäftigen. Na. Ja, schwierig. Wir wollen Ja, jetzt erstmal wir haben uns ja nur eine ganz leichte Aufgabe hier ausgesucht, René. Ist kein Problem. ja, genau, Dolly das Schaf war, hier wird es auch gerade in den Kommentaren gehört, war ein so ein großes Thema. Hat man da lange auch nichts mehr von gehört. Doch auch schon so alt. Ja, Wann war denn sehr. Dolly? Wann war Dolly denn noch mal ein Thema? Ich mal kurz nach Dolly Sheep gucke. So, 2003 jetzt gehen wir war. mal kurz, gehen wir ein bisschen durch die Kommentare, was dort vorgeschlagen wird. Ich muss ein bisschen hochscrollen, weil wir so viele wieder gerade. Da, genau, Medienkompetenz hatten wir, nicht nur für Schüler, sondern auch für Lehrer. Alleine der grobe Umgang mit Word, Excel war einfach ungenügend. Das ist halt ein allgemeines Phänomen, was ich auch immer wieder beobachte, dass tatsächlich die Grundarbeitsmittel, die heutzutage eben an PCs oder seien es auch MacBooks oder was, was auch immer, Handys oder so, wirklich extrem schlecht in die Breite getragen werden. Also wenn es wirklich darum geht, mal irgendwie, hey, eine PowerPoint-Folie was zu machen, wo Leute sich leider tatsächlich irgendwie alle Finger beibrechen, geschweige denn eben auch zu wissen, zum Beispiel, was heißt es, dass ein Dokument irgendwie gespeichert in der Cloud liegt, wie es weitergegeben wird, wie man es sicher macht, wie man es vielleicht verschlüsseln muss und solche Sachen? Das gibt es halt gar nicht. Oder nicht, gar nicht ist wieder übertrieben, aber ein bisschen sehr, sehr, sehr gering. Genau, Schule als Fach. Ja, das wird halt viel diskutiert, dass man mehr in der Schule halt Alltagsproblematiken debattieren müsste. Da geht es ja auch um, wie gebe ich Geld aus, wie
gehe ich mit Verträgen um, was heißt es, Schulden zu machen und solche Sachen. Das ist, glaube ich, was wir unter diesem Reformieren, Bildung, Ausbildung, glaube ich, ganz gut schon haben. Dann gerade mit den Daten, aus meiner Sicht ist gerade alles öffentlich zu segnen. Wenn zum Beispiel ChatGPT die Unterhaltung nicht direkt selbst wieder zum Lernen nehmen würde, würde sowas wie die Datenlags ja nicht passieren. Also aus meiner Sicht müsste da etwas gefunden werden, dass es sowas gibt, dass es wirklich personalisiert ist und bleibt. Genau, das ist halt Datenschutz als solches muss, das meinte ich auch ein bisschen mit Sicherheit investieren. Es gibt weiterhin viel zu viele Datenleaks. Also es vergeht ja fast kein Monat, wo es nicht heißt, dass irgendein großes Tech-Unternehmen gerade wieder 20 Millionen, 50 Millionen User-Daten gerade irgendwie wieder verloren hat, / eingebrochen wurde. Das ist sicherlich ein ganz wichtiges Thema, Datenschutz, als wie kann das besser gemacht werden. Dann, ich habe keine, dann Sifrodias schreibt, ich habe keine Ahnung von der Machbarkeit und ob es sowas, ob es schon geschieht, irgendwas sowas wie ein moralisches, ethisches Grundgesetz in den AI-Modellen verankern. Generelles Problem der letzten Jahrzehnte, Bildungsqualität nimmt ab in allen Bereichen, zumindest hier im Land und dann auch die Qualität der Kompetenz der Menschen im Land ungut, sehr ungut. Dieses Grundgesetz in den Modellen gibt es teilweise, das ist eben dieses Alignment, das kennt man bei OpenAI, also ChatGPT auch mit diesem nämlich, ich bin ein hilfreicher, nützlicher Assistent, bei Bing war das auch mit drin. Die Schwierigkeit ist immer, hält sich das Modell immer da dran, kann das Modell ausgetrickst werden? Antwort ja, es kann ganz oft und meistens auch dann sehr komplett ausgetrickst werden eher. Was wir, glaube ich, aber brauchen ist, und das gibt es schon, dass es eben diese EU AI Act oder EU, also European Union Artificial Intelligence Act von 2021-22. Weiß nicht, wie ich das formuliere, aber das ist mir auch aufgefallen. Diese ganzen offiziellen Sachen, also jetzt auch von der UNESCO oder auch von eben der EU selbst, sind so schwer. Also ich brauchte wieder die KI, um bestimmte technische Sachen in diesen Vorschlägen zu verstehen. Mhm. Weil ihre Sprache ist so hochgradig juristisch und so technisch und akademisch, dass wenn man nicht komplett in diesem Bildungsbereich aktiv ist, das kaum wirklich versteht, was sie meinen. Ja, da, sorry, falls ich dir reingrätsche, da muss man halt auch wieder stark hinterfragen. Oder ich bin dann auch immer ein bisschen skeptisch, wenn genau solche Papiere oder eben Briefe oder was halt nicht alles so formuliert sind, dass es halt keine Sau mehr verstehen kann. Ja. Also das ist immer, es kann ja auch eine Taktik sein, sagen wir mal so. Es kann definitiv eine Taktik sein, dass du halt Sachen so schwammig und komisch ausdrückst. Das ist halt quasi auch ganz oft Sprech, den man bei Politik halt findet. Also mir ist es halt auch zum Beispiel, ich meine, ich mache jetzt nur Gaming-Journalismus, ne, also in Anführungsstrichen nur. Ich gebe aber halt unseren Autoren und Autorinnen auch immer mit, Fremdwörter so gut wie es geht zu vermeiden. Schreib lieber so, als wenn du deinem besten Freund irgendwie was erzählen willst, weil das einfach alles verständlicher macht. Und ich bin immer sehr skeptisch bei Leuten, die Sachen so kompliziert wie nur möglich ausdrücken. Entweder manchmal können sie es halt nicht anders, weil sie selber vielleicht auch gar nicht verstehen, was sie überhaupt reden. Aber es kann halt definitiv halt auch eine Verwirrungsstrategie sein. Und das finde ich gerade in so einem Bereich schon schwierig. Ja, ja, ist den Lagern 5. Das Problem ist halt, dass die meisten Sachen natürlich Gesetze sind oder Verordnungen. Mhm. Und alles, was natürlich so beschlossen muss, muss immer alles super abgeklopft werden. Und ja, es sind halt alles Juristen, die miteinander reden oder eben Domain-Experts, also Leute, die in dem Bereich total aktiv sind. Aber wenn du das nicht bist, ist das, und die meisten, auch selbst wir, ist ja auch eine große Herausforderung für Journalistinnen und Journalisten, zum Beispiel über solche Gesetzgebung oder auch Forschungsergebnisse zu berichten, weil die Sprache so anders ist und auch teilweise dann so missverständlich. Also man denkt, sie meinen das. Das war ja auch mit dieser ganzen, wird der eine oder andere sich erinnern, weil es auch ein großes Thema in allen Bereichen war, eben diese Neuordnung der Urheberrechtsnovellen, also mit diesem ganzen Upload-Filtern, mit, ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen und so. Das wurde ja auch alles erst vor 2, 3, 4 Jahren neu geordnet und wie kompliziert diese Sprache und Formulierungen sind. Und so schaffst du aber kein Vertrauen, wenn, hey, genau wie du sagst, eigentlich hinter dieser Wand von Text und Fachbegriffen sich die
Entscheider irgendwie auch ein bisschen verstecken, anstatt dann zu sagen, was heißt das jetzt? Was bedeutet das jetzt? Ja, und das kann man definitiv hinter so verschachtelter Sprache machen. Also das ist tatsächlich eine Strategie. Ja, auch die Länge allein. Ich habe es jetzt gerade mal aufgerufen, weil ich es nicht mehr, also ich wollte jetzt nichts Falsches behaupten, aber hier, ihr seht es gerade, das ist jetzt hier dieser eben von der Europäischen Kommission erarbeitet, damals noch der Entwurf, der aber glaube ich auch dann ratifiziert wurde, wenn ich richtig informiert bin, 2022, eben hier zu dem AI Act, das ist die Kurzform. So. Und dann aber alleine das schon zu lesen, also hier, ne, also die Überschrift, die Beschreibung, und ich bin jetzt nun wirklich kein doofer Mensch, glaube ich. So, ich bin jetzt nicht besonders juristisch bewandert und so weiter und so fort, aber ich tue mich mit sowas echt schon schwer. Wo so, worum geht es jetzt wirklich? Und dann 108 Seiten. Ja, also Dwahil schreibt es gerade auch, dass er aktuell auch eine Verordnung für ein Unternehmen übersetzen muss. Und sieht, wie sehr man sich halt anstrengt, dass diese Gesetze so geschrieben sind, damit man sie eben nicht anders auslegen kann. Und ich erinnere mich, ich habe im Studium ein Semester lang habe ich Recht gehabt als Fach. Und da musste ich auch viel mit zwar einem holländischen Gesetzbuch arbeiten, weil ich in Holland studiert habe, aber so viel anders als bei uns funktioniert das halt auch nicht. Und ganz viel, ich hatte auch einen sehr guten Dozenten tatsächlich in Recht, der es alles sehr lebendig erklärt hat. Und sehr viel in diesem Unterricht hat daraus bestanden, dass wir Gesetzestexte uns vorknüpfen mussten und überlegen, wo ist die Lücke? Wo kann ich mich da quasi meinen Kopf aus der Schlinge ziehen? Wie kann ich das interpretieren? Also, das ist ja quasi auch, womit sich Anwälte und Anwältinnen den ganzen Tag quasi mit beschäftigen. Wie kann ich halt auch bestimmte Gesetzestexte enthebeln? Weswegen die auch immer wieder neu überarbeitet werden und, naja. Ja. Da auch nochmal ein anderes Thema. Also es gibt tatsächlich eben es gibt immer auch Guidelines und erklärendes Material, wobei man bei manchen Sachen dann auch erst abwarten muss, bis bestimmte Dinge dann vor Gericht mal landen und dann dort auch erst wirklich entschieden und auch dann begründet und erklärt wurden und so weiter und so fort. Aber auch das wieder, sind wir doch mal ehrlich, welcher Otto-Normal-Bürgerinnen und Bürger würde sich sowas wirklich angucken? Also, ne, also wer würde sich das, also ist doch weiterhin auf absolute Expertenniveau. Und ich sage ja nur, ist ja okay, dass es so ist, es muss ja so sein. Aber ich glaube, wenn es dort kein Bindeglied gibt, und ja, Redaktionen können dieses Bindeglied sein, sind aber oft eben auch an Ressourcenprobleme gebunden, also im Sinne von, nicht jeder hat Zeit, ein 108-seitiges Dokument zu lesen, mit Experten darüber in der Tiefe zu diskutieren, was damit wirklich, was das zu bedeuten hat und so weiter und so fort. Deswegen war ja auch mein Vorschlag, zum Beispiel eine öffentlich-rechtliche Institution zu finden, die zum Beispiel auch Öffentlichkeitsarbeit und Erklärung macht. So ein bisschen wie, das gibt es ja hier die politische, nicht Bundesagentur, wie heißt das hier, für politische Bildung, wo auch ein ehemaliger Kollege von der GameStar arbeitet. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber es ist halt einfach Institutionen dazwischen gibt, die die Ressourcen und die Zeit haben, jenseits von, ich muss Auflage auch vielleicht irgendwie eben erzeugen, sich mit Dingen tiefer und in Ruhe auseinanderzusetzen und trotzdem verstehen, wie kann es übersetzt werden, dass es Leute verstehen. Weil wiederum, wenn das, wie gesagt, Forscher machen oder Forschungseinrichtungen, dann kriege ich den gleichen Kauderwelsch teilweise raus. Gut, aber ja, das kurze Exkurs in die gute Welt der EU-Legislative. Wir machen heute ganz schön viele Exkurse. Ja, wie immer. Das ist unser Markenzeichen. Ja, weißt du noch, als wir gestern gesagt haben, ja, wir machen vielleicht eine Stunde dann heute nur ganz kurz. Ja. Ich wollte noch die letzten Punkte durchgehen, ob noch was. Achso, ich wollte jetzt nicht. War jetzt nicht so gemeint, aber ja. Genau, da gab es halt skeptische Stimmen, ob das halt möglich ist. Internetriesen gehören sowieso viel mehr reglementiert, genau. Hatten wir das Thema auch. Bereich KI Medienkompetenz in allen Bereichen, wo Aufklärung geleistet werden soll, müsste über viel mehr Kanäle erfolgen und wirklich möglichst viele Menschen erreichen. Viele Leute haben da schon viele gute Ideen, aber ohne Förderung von Staatsseiten wird oft ehrenamtliche angewiesene Stellen. Genau, stimmt auch, dass eben ganz viel sich
Leute selbst organisieren müssen, um irgendwie was zu verbessern. Da wäre tatsächlich dann doch irgendwelche, das meine ich auch mit öffentlich-rechtlich immer, also eigentlich öffentliche Institutionen, die aber durch Steuergeld, irgendwo muss es leider herkommen, unterstützt, finanziert werden können, die aber trotzdem ein Stück weit unabhängig bleiben können. Also idealerweise auch durchaus auch regierungskritisch agieren können, wenn dort bestimmte Dinge nicht so gemacht werden, wie sie vielleicht gemacht werden sollten. Genau. Aber ich glaube, die wichtigsten Punkte haben wir erstmal. Lieber Chat, habt ihr noch Sachen? Haben wir irgendwas vergessen, was, wo ihr sagt, wenn wir das noch mit reinnehmen, dann wird AI und Menschheit ein Freund für immer. Best friend forever, das ist unser Ziel. AI, KI und Mensch, best friend forever, genau, das ist unser Motto. Ja, das würde aber implizieren, dass die KIs dann ein Bewusstsein haben, wenn sie Freundschaft eingehen können. Aber das stimmt wiederum, ja. Ich anthropomorphiere wieder, oder wie das so schön heißt. Ja, aber es ist auch sehr schwer, es nicht zu tun. Also ich erwische mich auch immer wieder dabei. Ich glaube aber selbst, wenn diese tatsächliche Bewusstseinsfrage noch sehr weit weg ist, ist dieses angenommen, das, was du vorhin beschrieben hast, dass wir den Eindruck bekommen, immer mehr mit einer Persönlichkeit in Kontakt zu kommen, glaube ich, das wird so oder so zunehmen. Durch eben jetzt auch zum Beispiel Sprache oder auch Bilderkennung, Videoerkennung, Videoerzeugung. Ja. Und weil ich, wie gesagt, der stärkste ausschlaggebende Punkt für mich ist einfach das, was ich beobachte. Ich beobachte einfach, dass sehr viele Menschen das wollen. Und dass sie so handeln. Also nicht mal bewusst vielleicht wollen, aber dass viele Menschen einfach so handeln, so personifizieren. Welche Hintergründe das hat, keine Ahnung. Ich bin keine Psychologin. Wäre vielleicht mal etwas, was ich gerne einen Psychologen fragen wollen würde. Ich beobachte es nur. Ja gut, weil wir sind soziale Wesen. Das heißt, alles, was wir kennen, basiert darauf, dass wir eigentlich mit anderen, also gerade jetzt auch, was, das ist ja auch dieser große Umbruch, egal ob jetzt AI-Hype ist oder nicht, der große Umbruch ist ja die Sprache. AI früher, also vor 2 Jahren, 3 Jahren, war einfach Zahlen. Große Firmen haben unendliche Zahlenkolonnen in ihre Machine Learning-Modelle reingekloppt und haben damit Prognosen erzeugt. Das hat 99,9% der Weltbevölkerung nicht interessiert, auch wenn es Auswirkungen hatte durch Social-Media-Feeds oder durch Google-Algorithmen und so weiter. Was jetzt dieser Umbruch ist, das ist ja auch das, was Europol so in den Mittelpunkt stellt, ist die Sprache. Weil sobald wir Sprache lesen, reagieren wir anders, als wenn wir zum Beispiel jetzt eine Excel-Tabelle präsentiert bekommen würden. Also Wow. Geht mir auch so, wenn ich eine Excel habe, denke ich immer, das ist was technischer, unmenschlicheres, als wenn ich auf einmal einen schön formulierten Text habe. Und wenn dann auf einmal das Ganze noch spricht, auch sogar vielleicht mit Emotionen und so weiter, dann glaube ich, ist unser Gehirn leider so darauf programmiert, dass wir gar nicht anders können, als dass wir da immer einen Akteur dahinter sehen. Ja, ein leider würde ich da vielleicht auch gar nicht mal vorsetzen. Es ist halt einfach, wie wir funktionieren. Oh, und Wahel schreibt auch noch, was hier noch dazu gehört, mehr Infos von Twitch-Kanal KI und Mensch. Die werdet ihr sowieso bekommen. Ja. Ich habe auch noch keine Ahnung, was die nächste Sendung wird, ehrlich gesagt. Ach, irgendwas wird sowieso die nächsten Tage wieder passieren. Also, bisher so. Müssen wir uns da keine Sorgen machen. Ne. Nächste Woche kommt dann OpenAI, wurde erstmal auf 6 Monate Urlaub geschickt. Dann haben wir immerhin ganz bequem viel Zeit, um ein paar Themen mal auf nochmal nachzuholen und nochmal neu aufzuarbeiten und aufzurollen. Aber ja. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt wirklich tatsächlich was bringt. Ich denke mal, dass tatsächlich wahrscheinlich jetzt nach und nach Gespräche geführt werden, weil auch in den USA zum Beispiel die Kommission für, also die was ist das, Trade und Economy irgendwie, also einfach sozusagen die Wirtschaftskommission dort, auch zum Beispiel eine Empfehlung geäußert, dass sich das Parlament, also das Repräsentantenhaus, doch bitte mal zeitnah mit dem Thema im US-Kongress auch beschäftigen müsste. Ich glaube, dass es auch verschiedene Anträge gibt, wieder auch im EU-Parlament und der EU-Kommission da nochmal stärker raufzugucken und aktiv zu werden. Also ich denke mal, da wird man wahrscheinlich jetzt über die nächsten 6 Monate mitkriegen, wie die Weltöffentlichkeit gedenkt, darauf zu reagieren. Und ja. No. Gut.
Ja, ich glaube, ich bin auch ein bisschen leer gequatscht. Mein Kopf raucht gerade. Das war, glaube ich, geistig gesehen heute der forderndste KI- und Mensch-Stream, den wir heute gemacht haben. Oh, und, Ja. weil es Prost. einfach ein so unfassbar schwieriges Thema ist, wo man stundenlang drüber reden kann, haben wir auch gemacht. Und ich, wie gesagt, es war ein bisschen schade, dass du letzte Woche krank warst und wir nicht so viel jetzt über KI schreiben konnten, wie sonst die Tage davor, weil ich die letzten Tage auch zum Teil so ein bisschen alleine mit meinen Gedanken war, was diese ganze Entwicklung angeht, und mir raucht der Kopf seit Tagen und jetzt nach dem Stream nochmal extra. Ich denke mal, dass wir gucken werden. Also, ne, entweder kriegen wir Zugriff auf ChatGPT plus Plugins, dann zeigen wir das mal. Weil das ist Ja. nämlich, zum Beispiel, das Dutch, ist, ja. weil, um das zu spoilern ein bisschen, am Ende macht dort OpenAI das, was ich zum Beispiel vor 3 Monaten schon prognostiziert habe, nämlich sie müssen rauskommen aus der Fake-News-Produktion. Ja. Also eines der größten Kritikpunkte ja von den Sprachmodellen ist, dass sie zu oft, zu selbstbewusst Falschinformationen erzeugen. Und diese Plugins verhindern das, nämlich indem direkt genau aus dem Internet oder was ich am spannendsten fand, vielleicht kennt der eine oder andere, ist hier Wolfram Alpha, das ist ja diese Sprache und auch Wissensplattform. Da kann dann ChatGPT auf einmal wirklich korrekt berechnen, wie ist der Abstand, weiß ich, von Tokio nach München. So, das kann ChatGPT jetzt vielleicht beantworten, weil es das irgendwo im Trainingsdatensatz mal hatte, aber nicht geografisch korrekt, also nicht wie wirklich das ist. Und durch diese Schnittstellen, zum Beispiel eben zu Wolfram Alpha oder auch zu dem Internet selbst oder eben zu neuen Sachen, wird dieses Problem sehr schnell der Vergangenheit angehören, weil dann Ja. alles aktuell verbunden ist mit dem aktuellsten Stand und dann wieder die Sprachmodelle das werden, was sie ja eigentlich mal sein sollten, nämlich das Ja. Zwischenglied zwischen Information und Informationsverarbeitung. Ja, ich hatte auch schon vorher darüber nachgedacht, dass eigentlich ChatGPT und die Plugins wäre auch ein ganz gutes Sonderthema für nächste Woche, falls halt nicht irgendein Quatsch wieder in der Zwischenzeit passiert. Man weiß es ja nie, es kann jeden Tag irgendwas Verrücktes passieren in der Welt der KI, aber keine Ahnung, vielleicht klappt es ja irgendwie, bis nächste Woche Zugriff drauf zu bekommen. Ich glaube ehrlich gesagt fast nicht. Ich glaube, dass es noch ein bisschen länger dauern wird, aber man weiß es auch nicht. Bei GPT-4 Ansonsten. hatte ich dann nach 3 Tagen Zugriff, aber leider jetzt bei dem anderen noch nicht. Ja, mal gucken, Ja. was da passiert. Also es Genau. dauert auf jeden Fall gerade noch ein bisschen, aber ansonsten haben wir auch online genug Beispiele, die man halt zeigen kann, unproblematisch. Also eventuell machen wir dann das einfach nächste Woche als Thema und erklären einfach nochmal, warum diese Plugins so ein riesiger Fortschritt waren, dass auch kurz danach auf einmal der Wunsch nach einer Bremse kam. Das hängt ja auch ganz eng miteinander zusammen, aus meiner Sicht. Und wenn nicht gerade irgendwie was anderes passiert, wo wir sagen, okay, das ist jetzt ein dringenderes Thema, dann, ich glaube, darauf können wir uns gerade einigen. Aber wir wollten ja sonst noch genau andere Themen. Idee war ja noch, dass wir genau das mit dem, wir programmieren mal selbst mit ChatGPT ausprobieren. Ein Spiel machen, zum Genau, Beispiel. um einfach mal zu zeigen, was da dann doch auch technisch noch dahinter steckt und möglich ist. Oder auch was passiert, wenn man anfängt, die Dinge zu verbinden. Also Sprachgenerierung, Bildgenerierung, Codegenerierung. Ja. Und dann hatten wir natürlich noch das, aber weiß ich nicht, ich will nicht spoilern, vielleicht ist das dann in 2 Wochen in einer Stadt mit L, wo wir dann vielleicht über das Thema auch wegen Gaming und KI reden oder so, weiß noch nicht genau, was da das Thema wird. Genau, aber ja, die Themen gehen uns nicht aus, wir halten euch auf einem Laufenden. Ich klopfe mal auf Holz, dass jetzt weder du noch ich jetzt irgendwie gleich wieder ausfallen werden und dadurch Nein, wir dann, bleiben jetzt gesund, René. Wir sind ja. jetzt beide durch mit Kranksein, bleiben jetzt gesund und mal jetzt nicht den Teufel an die Wand. Genau. Genau, das PDF von unserem kleinen Figma werden wir einfach auf Twitter teilen. Ich weiß, nicht jeder nutzt Twitter, aber wir haben aktuell keinen so viel besseren Weg, das zu verbreiten. Könnt ihr aber auch sonst, vielleicht auch sonst irgendwie untereinander teilen oder auf Discord jemand posten oder sonst irgendwie was. Genau. Und nächster Termin findet ihr dann auf jeden Fall an den Orten und Stellen. Genau, ich werde auch mal Wenn gucken. wir hoffentlich schaffen, mal ein bisschen früher wieder zu kommunizieren, mal gucken. Aber ich denke mal, es wird nächstes Wochenende eher, oder? Also ich glaube jetzt unter der Woche. Ah nee, dieses Wochenende ist Ostern, verdammt. Ach Gott. Also Ostern kannst du, nee, Ostern, das, nee, Da das müssen wir sollten wir schon tatsächlich unter dann der vielleicht doch Woche. Donnerstag, ja, okay. Also ich glaube fast, es wird auf Donnerstag hinauslaufen.
Also merkt euch schon mal vor, Donnerstag. Gut. Dann Grüße an den Chat. Habt noch einen schönen Sonntag. Lea, du auch. Ja, du auch. Und dann bis morgen oder übermorgen schreiben wir uns ja bestimmt wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.